See. Lieber Genau, Thomas. ja. Genau, sind wir auf Ja, Facebook, auf zwei Facebook, also einfach auf unserer Seite, auf der Gruppe und bei YouTube sind wir jetzt live. Alles klar. hast du Cheers. gut gemacht. Super, gut, dass du mich angesprochen hast. Dann haben wir Ja, ja unser schön. Interview. Genau, ja. Ja. Ja, gut, da hätte ich mich jetzt drauf vorbereiten müssen. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Cool, der Lorenz ist jetzt auch schon eingeblendet worden. Lorenz, Naja, grüß dich. klar. Ja, Lialo. Ja, aber du bist Goodie. der Star, ne? Du darfst dich in den Mittelpunkt stellen. Genau, du testest jetzt. Ja. Oh mein Ne, genau, Gott. ich muss jetzt mal kurz schauen. Teilen Sie einen Bildschirm, um zu sehen, wie einzigartig dieses Layout ist. Alles klar. Präsentieren. Bildschirm teilen. Ich bin tatsächlich jetzt auch im Stream. Bildschirm teilen. Ja. Ah, okay. Es wird noch richtig spannend hier. Ich habe nämlich überlegt, ob das ganz cool wäre, wenn ich da diese Frage von dem Rainer Schulz direkt einmal beantworten kann. Und wenn ich jetzt hier auf Präsentieren, Bildschirm teilen klicke, kann ich jetzt den Tab auswählen, den ich teilen möchte. Und dann sieht man das so. Ah ja, guck mal, das ist doch witzig. Du siehst das jetzt gerade, als ich den Bildschirm teile und du siehst, dass wir beide hier oben und unten sind, links, ne? Genau, ich habe beides laufen. Also mich Ja. brauchst du auch sonst nicht einblenden oder so. Na, alles gut. Aber das sieht gut aus. Der Ton ist super, das Bild ist sehr gut. Ja. Guck mal, Sehr, 20 sehr Leute sind cool. schon da. Was für eine Premiere. Krass. Krass. Ja, schön, dass ihr da seid. Bin ein bisschen aufgeregt gewesen, weil das Ganze ja doch nochmal was anderes ist. Ob man das jetzt hier so für sich macht, die ganze Aufnahme, oder die Aufnahme dann jetzt live und jedes Wort so übertragen wird. Da muss man dann jetzt auch nochmal besser aufpassen, dass man da jetzt eben nicht irgendwie über Menschen schimpft, die das dann sehen und einen direkt verklagen. Das stimmt. Das Ja. stimmt. Das Ja. darf man danach löschen. Du machst das toll. Das war, glaube ich, so gar nicht geplant, auch dass ich jetzt zu sehen bin. Hallo. Ja. Ich habe ja auch einen kleinen Kanal für die Zuschauer. Genau. Das Ich ist der liebe Paul bin. Hilft. Gut leben. Ich habe hier den Link gekriegt, habe mich dazu geschaltet und eigentlich steht der Salomo hier im Vordergrund. Ich habe extra auch Genau. meinen Abonnenten Bescheid gesagt. Und der Salomo Ja. hat hier einen ganz tollen Kanal, der moderiert das hier, der macht das und der testet mit mir nur die Technik. Naja, also ich bist auch herzlich eingeladen, da gleich irgendwie was zu sagen. Ich dachte mir, die Frage ist eigentlich ziemlich cool für den Einstieg. Und zwar, was für einen Pflegegrad bekommt man bei ADHS? Und das ist tatsächlich auch insofern ein ganz spannendes Thema, weil ich jetzt kürzlich meine ADHS-Diagnose bekommen habe. Und darum kenne ich mich in dem ganzen Thema auch ein bisschen aus. Und darum hatte ich jetzt die Idee, dass wir damit vielleicht starten. Paul, aber du bist herzlich eingeladen, da auch dann was zu sagen. Das ist so die Idee zumindest dahinter gewesen, dass du dann dabei bist. Genau, und zwar hat man als ADHSler ja auf jeden Fall eine psychische Problemlage, die irgendwie erstmal besteht. Ne? Paul, möchtest du das Ja, bestätigen? Oder? das würde ich mit Sicherheit bestätigen. Genau. Also zum Beispiel hat man halt wirklich irgendwie regelmäßig so Einschlafprobleme. Das heißt, hier hätten wir die nächtliche Unruhe, die definitiv betroffen ist. Das Problem bei diesem Pflegegrad ist, dass man bei Modul 3 nur pro Diagnose einen Punkt bewertet bekommt. Und da diese nächtliche Unruhe nicht jede Nacht einen Unterstützungsbedarf mit sich zieht, würde ich diesen Punkt eher unbewertet lassen, beziehungsweise halt nur wenig bewerten. Dann entwickelt sich aus einer ADHS-Erkrankung auch super schnell und super häufig eine Zwangsstörung. Und damit hätten wir halt durchaus selbstschädigendes Verhalten. Wenn man sich jetzt super viel die Hände waschen muss, dann ist das eine Zwangsstörung, die den Körper irgendwie schädigt. Oder halt, wenn man Selbstverletzungen macht, zum Beispiel bei einer Dermatillomanie, dass man also den Körper so nach Unebenheiten absucht und die aufkratzt. Das ist da auf jeden Fall ein Punkt. Und dann
Durchaus gibt es auch Ausraster, die dann das Beschädigen von Gegenständen oder psychisch, nicht psychisch, physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen macht. Also ich kann hier immer noch mal kurz einblenden, wie da genau die Definition ist bei diesen unterschiedlichen Modulpunkten. Und hier geht es halt einfach danach, die wegzustoßen, wegzuschieben und nach Gegenständen zu schlagen. Wichtig ist immer, dass hieraus ein Unterstützungsbedarf resultiert. Das heißt, man hat diese Aggression in dem Augenblick nicht im Griff und benötigt da Unterstützung, um wieder in den Normalzustand zu kommen. Weil gerade bei ADHS-Lern ist das tatsächlich auch, das sind normalerweise liebenswerte Menschen, aber wenn die dann getriggert wurden, dann ist das halt häufig ein anderer Mensch quasi. Genau. Und darum geht theoretisch auch dieses physisch aggressive Verhalten gegen andere Personen. Obwohl das sehr häufig dann eher bei Kindern auftritt, die halt auch dieses Zwischenmenschliche noch nicht ganz so gut raus haben. Aber halt auf jeden Fall, und da wäre tatsächlich, das wäre so das, worauf ich den Fokus legen würde, wenn man halt keine weiteren Diagnosen hat, sondern nur die ADHS-Diagnose, dann würde ich hier den Fokus auf die verbalen Aggressionen, weil die eigentlich mit jedem Ausraster irgendwie begleitet sind, da würde ich den Fokus drauf legen. Das heißt, hier würde ich tatsächlich dann einfach deutlich machen, dass die Ausraster täglich vorkommen und dass immer ein Unterstützungsbedarf dabei notwendig wird. So, zum Beispiel eine strenge Ansprache durch die Pflegeperson, um dann wieder zurückzufinden in die Normalität, in den liebenswerten Menschen. Genau. Und das ist der Punkt. Darüber hinaus, hast du noch was zu ergänzen, Das Paul? hast du schon sehr schön beschrieben. Also man mag dir da sehr gut zuhören. Man sieht oben Schön. schon, dass wir sozusagen schon in den Pflegegrad 1 mit diesen ersten Ja, oh Fragen ja, gekommen genau, ja, sind. genau. Also Das ist alleine schon schon mal mit der dieser Kicker. psychischen Problemlage. Aber also das Schwierige ist halt, dass diese Diagnosen, die ich jetzt hier mit 1 bewertet habe, eigentlich, wenn man nur die ADHS-Diagnose hat, nicht mit reinfallen, sondern dass die halt nur mit einer zweiten Diagnose bewertet werden. Das heißt, dann muss man halt noch die Dermatillomanie oder irgendeine andere Zwangsstörung zum Beispiel haben, um dann hier Punkte zu bekommen. Und in dem Augenblick seht ihr, es ändert trotzdem gar nichts an diesen 15 Punkten, aber ohne diese zweite Diagnose sind das halt nur 11 Punkte. Das heißt, wir sind knapp an Pflegegrad 1 vorbei. Aber durchaus eine Zwangsstörung ist da überhaupt nicht selten. Sogar Suchtproblematiken sind absolut normal und die geben hier dann sofort weitere Punkte. Immer mit dem Fokus, es muss ein Unterstützungsbedarf daraus resultieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Schwierigkeiten bei dem Umgang mit der Erkrankung. Und zwar hat da mein Anwalt mich tatsächlich darauf aufmerksam gemacht. Und zwar habe ich ja halt diese Zwangsstörung durch mein ADHS entwickelt. Und darum kriege ich häufig gar nicht, also ich bin nicht so präsent, dass ich mitbekomme, dass ich jetzt gerade wieder ein Zwangsstörungsverhalten an den Tag lege, wofür ich dann Therapiemaßnahmen durchführen soll. Und weil mir da diese Präsenz fehlt, dachte ich eigentlich, dass ich dadurch den Unterstützungsbedarf habe, um diese Therapiemaßnahmen hier, weil ich eine Anweisung von meiner Ergotherapie bekommen habe, aus einer Heilmitteltherapie. Heilmitteltherapie ist Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie. Und da dachte ich eigentlich, dass ich hier dann die Punkte bekomme, weil sich dadurch, dass ich das nicht präsent habe, ein Unterstützungsbedarf ergibt. Mein Anwalt meinte aber, nee, das ist gar nicht der Punkt hier, sondern das ist das Einhalten einer Diät oder anderer krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften. Weil mir einfach nicht bewusst ist, dass ich in dem, also ich habe das Verständnis in dem Augenblick nicht. Und dann haben wir hier nämlich überwiegend unselbstständig. Die Person benötigt meistens Anleitung, Beaufsichtigung. Das Bereitstellen der Diät reicht nicht aus. Darüber hinausgehendes Eingreifen ist mehrmals täglich erforderlich. So, das ist dann dreimal zum Beispiel mindestens der Fall. Und in dem Augenblick haben wir hier nämlich überwiegend unselbstständig und haben gerade einen riesigen Sprung gemacht. Wenn ihr euch das oben nochmal anschauen wollt, dann ist das tatsächlich ein riesiger Sprung. Und zwar einfach von 10 Punkten, die wir hier gemacht haben. Und sind deswegen jetzt gerade super dicht an Pflegegrad 2 dran. Und dann haben wir ja noch ein Modul vor uns. Und zwar sind das die sozialen Kontakte, beziehungsweise allgemein so das soziale Leben. Und als ADHSler hat man halt super wenig Zeitgefühl und vergisst ganz viel und
kommt deswegen regelmäßig zu spät zu seinen Therapien oder zu seinen Ärzten, es sei denn, man hat jemanden, der einen da regelmäßig dran erinnert. Und da haben wir hier nämlich bereits bei diesem Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen die, das Kriterium, dass man überwiegend unselbstständig ist, wenn man zwar selbstständig planen und entscheiden kann, aber so stark beeinträchtigt. Über den ganzen Tag hinweg sind Erinnerungen bzw. Aufforderungen erforderlich. Das ist halt der Punkt, weshalb man hier auch direkt überwiegend selbstständig ist. Und in dem Augenblick haben wir schon Pflegegrad 2 jetzt erreicht. Das heißt, das Ziel ist auf jeden Fall erreicht. Pflegegrad 2 ist ein sehr cooler Pflegegrad, mit dem man schon sehr, sehr viel machen kann. Man bekommt halt über 300 Euro Pflegegeld plus 200 Euro Verhinderungspflege. Und wenn man jetzt noch die Umwandlung macht, die 40% der Pflegesachleistung in den Entlastungsbetrag überträgt, dann kommt da sogar nochmal 150 Euro extra hinzu zu den 125 Euro, die im Entlastungsbetragspflegetopf eh schon enthalten sind. Und dann haben wir aber genau diese Erinnerungen über den Tag hinweg auch nochmal bei den vornehm in die Zukunft gerichteten Planungen. Und da ist es dann tatsächlich, glaube ich, sogar überwiegend unselbstständig, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Benötigt aber bei der Umsetzung emotionale oder körperliche Unterstützung, das ist es nicht, an die eigenen Entscheidungen erinnert werden. Genau, das ist es. Sie muss aber an die Umsetzung der eigenen Entscheidungen erinnert werden. Und das ist halt so klassisch. Ein ADHSler, der sich dann was vornimmt und meistens auch zu viel vornimmt und das dann nicht alleine gehandelt bekommt. Und damit ist das halt hier überwiegend unselbstständig. Und da sichern wir dann quasi den Pflegegrad hier einfach ab. Die Punkte, falls das hier dann nicht genommen wird, falls der MDK-Gutachter dann sagt, nee, hier gebe ich keinen Punkt, dann hat man hier auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung. Jetzt kann man doch einbauen, dass das auch über die Nacht ein Unterstützungsbedarf notwendig wird. Da muss man dann gucken, wie man das dann argumentieren möchte. Gerade als ADHSler wacht man häufig nachts auch auf. Das ist durchaus typisch, sodass sich hier durchaus ein Unterstützungsbedarf auch heraus ergeben kann. Ist aber nicht bei jedem ADHSler so, beziehungsweise nicht bei jedem ist da ein Unterstützungsbedarf notwendig. Aber so hat man dann 32 von 27 notwendigen Punkten für Pflegegrad 2 und hat einen wunderschönen Pflegegrad 2. Das hast du jetzt richtig schön erklärt. Also sonst darf er gerne nochmal der Rainer was dazu sagen oder falls er konkrete Fragen hat. Und so würde man jetzt weitermachen. Also bevor wir uns da jetzt vielleicht verlieren und du das noch dann in den Pflegegrad 3 rein begründest, würde ich das mal so einmal stehen lassen, weil sonst wird es zu technisch, zu inhaltlich. Ja. Und genau das ist das. Toll beschrieben von dir jetzt auch nochmal die emotionale Stabilität sozusagen, die Menschen mit ADHS, wo sie manchmal aus der Bahn geworfen werden, weil ein Anliegen sie da sehr emotional beschäftigt oder verausgabt auch, kräftetechnisch. Und es manchmal Stunden oder auch Tage braucht, sich da zu beruhigen, wieder reinzukommen, auch in den Tagesablauf und die Struktur. Ja. Hast du wunderschön erklärt und man konnte jetzt sehr toll sehen, wie es von Pflegegrad 1 in 2 sogar übergeht. Also die Frage darauf ist sehr individuell, Rainer. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie hoch sind die Einschränkungen, welche Belastung hast du, welche kannst du nachweisen, welche Arztbriefe hast du, was möchtest du auch erreichen, reicht dir Pflegegrad 1 oder 2, möchtest du vielleicht 3 haben, wo siehst du dich? Ja. Ich kann dir schon mal sagen, lieber Salomo, dass die Auflösung soweit okay ist. Das ist so an der unteren Grenze, weil manchmal sieht man leider die Beschreibung nicht. Die ist dann zu klein. Ah, okay. Ich habe auch einer Zuschauerin schon geantwortet mit einem Link. Der kam nicht in den Kommentaren. Ich glaube, dass die Links noch sozusagen gesperrt sind, weil sie wollte wissen, welche Seite das ist. Das sind schon mal so zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Ja, ich schaue es nur kurz an. Habe ich irgendwo Einstellungen? Da habe ich Einstellungen. Aber das Positive überwiegt. Also das sieht alles schon ganz gut aus fürs erste Mal. Ich habe hier tatsächlich keine Einstellungen für die Kommentare. Wahrscheinlich habe ich das bei YouTube. Genau, ich habe es bei YouTube reingeschrieben. Genau, wahrscheinlich ist es dann bei YouTube rausgenommen worden. Kann ich dann bei YouTube nochmal anpassen für den nächsten Livestream. Ich habe mir jetzt gerade diese Software hier kostenlos sichern können und habe deswegen
für 2 Wochen jetzt diese kostenlose Version ohne Werbegeschichte und will das voll ausschöpfen. Ich werde auf jeden Fall nämlich übermorgen nochmal live gehen. Kann ich ja schon mal so ankündigen. So, sehr gut. Ja, genau. Ja, also es wird jetzt gerade voll ausgeschöpft, diese Live-Geschichte, um das einfach mal so volle Kanne zu erleben. Ja. Genau. Scheint so funktionieren. Rainer, hast du noch mal eine Nachfrage oder so? Wurde dir das so ausreichend bewertet, falls du noch da bist? Du darfst gerne noch mal schreiben. Ja. Genau. Ansonsten würde ich jetzt einfach weitermachen mit der nächsten Frage. Welche Webseite ist das? Das ist der Pflegegradrechner von Pflegedschungel. Pflege-Dschungel. Und ich habe da auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Das ist halt meiner Meinung nach der beste Pflegegradrechner, den es so gibt, weil er so schön visuell dargestellt wird. Man muss da, das ist ein bisschen schade, man muss sich da anmelden, damit man da den Zugang zu bekommt. Das war mal kostenpflichtig, wenn man was abspeichern wollte. Ansonsten war es auch immer kostenlos, aber man muss sich halt anmelden. Das ist der einzige Nachteil bei diesem Pflegegradrechner. Gudi, was ist denn das jetzt hier für eine Frage? Ich bin jetzt gerade dabei, Pflegegrad für meinen Vater zu beantragen, nach Pauls Anleitung. Ja, sehr gut. Die habe ich auch jetzt nochmal empfohlen. Gestern, glaube ich. Ja, nee, vorgestern. Gestern in meinem Video habe ich mich nochmal auch für die Datei bedankt. Ich fand es vor allem auch sehr schön, Paul, dass du da unten so eine so Beispiele von den Einschränkungen noch hast und da ja wirklich mittlerweile eine riesige Liste zusammengekommen ist. Ich habe es nur überflogen, aber es ist schon eine Menge Arbeit, die du da reingesteckt hast. Sehr beeindruckend. Gern genau. Geschehen. Ja. So, Diagnose, Karpaltunnelsyndrom, koronarer Herzkrankheit. Ja, Mobilitätsbeeinträchtigung. Also diese Diagnosen, die sagen mir eigentlich immer so gar nichts. Ich bin kein Mediziner. Mich interessieren eigentlich immer die Einschränkungen, die daraus entstehen. Und wenn man jetzt sagt, es gibt eine Mobilitätsbeeinträchtigung, dann ist das halt für mich immer so direkt eine klassische Sturzgefahr, die man dann am allerbesten auch als Diagnose haben sollte. Und die können wir ja direkt auch noch mal kurz durchgehen. Schalten wir das Ganze hier noch mal auf Null. Das hier ist ja die ADHS-Diagnose. Und dann schauen wir uns noch mal kurz die Sturzgefahr an bei der Mobilitätseinschränkung. Und zwar fängt es dann hier bei Modul 1 an, bei der Mobilitätseinschränkung. Häufig ist es dann so, dass bereits dass der Positionswechsel im Bett funktioniert meistens noch und auch das Halten einer stabilen Sitzposition. Da ist das Kriterium, sich auf dem Bett, Stuhl oder Sessel aufrecht zu halten und das halt über die Dauer einer Mahlzeit. Das ist so ungefähr das, worum es hier geht. Das kriegen ganz viele immer noch hin, wo es bei den anderen Punkten aber schon Schwierigkeiten gibt. Beim Umsetzen ist dann zum Beispiel, also hier geht es um eine relativ klassische Sitzhöhe von 45 cm, was tiefer ist, als man es erstmal denkt. Und da geht es dann darum, dass die Person aus eigener Kraft ausstehen kann, aber halt eine Hand oder einen Arm gereicht bekommen muss. Und das ist dann häufig schon direkt der Fall. Dann hat man hier die Fortbewegung innerhalb des Wohnbereichs. Da muss dann häufig jemand aus Sicherheitsgründen gelegentlich stützen oder unterhaken oder halt die Beobachtung durchführen, damit man den Menschen im Blick hat, weil der halt doch häufiger hinfällt. Das ist dann häufig, und dann sieht man, jetzt haben wir gerade schon hier 2,5 Punkte bekommen. Und dann ist ganz häufig der Unterstützungsbedarf beim Treppensteigen nochmal ein bisschen stärker. Da ist nämlich durch die Sturzgefahr halt wirklich ein Stützen des Menschen oder halt Festhalten der Person, damit er wirklich nicht hinfällt. Das ist halt dann direkt überwiegend unselbstständig. Und in dem Augenblick haben wir hier schon mal 5 Punkte hergeholt. Wenn du sagst, mein Vater und dann bist du ja wahrscheinlich schon erwachsen. Das heißt, dann kann es sein, dass hier die Orientierung, also das ist der Modul 2, ist hier das klassische Demenzmodul. Da ist dann so ein Klassiker, dass man die Gefahren nicht mehr so richtig gut erkennt, gerade so im Straßenverkehr oder so. Das ist dann ein Kriterium, aber das hattest du jetzt nicht genannt. Und dann geht es aber direkt zur Selbstversorgung. Und hier haben wir dann dann haben wir hier das Duschen und Baden einschließlich dem Waschen der Haare.
Und da haben wir die Anwesenheit aus Sicherheitsgründen. Das ist dann halt häufig so das allererste, was kommt, die Anwesenheit aus Sicherheitsgründen, die dann erforderlich wird. Das ist so das erste Stadium von so einem Menschen, der wackelig auf den Beinen ist. Und dieser Mensch kriegt dann auch häufig den Unterkörper nicht mehr richtig angezogen. Das heißt, hier ist zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, er kommt ja nicht mehr alleine mit dem Poppes hoch, weil er so wackelig auf den Beinen ist, er braucht ja da auch Unterstützung. Darum gelingt ihm nur noch das Hochziehen von der Hose, von Hose oder Rock ab dem Oberschenkel. Und in dem Augenblick haben wir hier dann halt direkt überwiegend unselbstständig und haben hier halt 10 Punkte schon bekommen. Dann kann sich daraus, wenn man jetzt wirklich so auch nicht hochkommt, auch durchaus die Benutzung einer Toilette oder eines Toilettenstuhls als schwieriger erweisen, dass man da halt einzelne Handlungsschritte benötigt, wie das Hilfe beim Richten der Bekleidung. Das ist halt gerade, wenn man halt nicht hochkommt mit dem Poppes alleine, dann braucht man da halt Hilfe beim Richten der Bekleidung. Wo haben wir das jetzt? Ach so, genau, hier unten. Aber da sieht man, das ändert auch gar nichts an den Punkten, weil dafür direkt mehr Punkte erforderlich waren. Und gerade bei so einer anfangenden, beginnenden Mobilitätseinschränkung war es das hier mit den Punkten tatsächlich häufig dann schon. Dann haben wir natürlich aber den Umgang mit der Krankheit. Und hier haben wir dann körpernahe Hilfsmittel. Wenn man jetzt nicht mehr so gut runterkommt, dann hat man häufig aber irgendwie Thrombosestrümpfe oder sowas, wobei man dann Hilfe braucht beim Anziehen. Und dann ist das nicht einmal, weil ein Hilfsmittel, sondern das muss morgens angezogen werden und abends ausgezogen werden. Das heißt, hier haben wir direkt zweimal einen Unterstützungsbedarf. Und dann gibt es hoffentlich zu dieser Mobilitätseinschränkung auch eine Ergotherapie oder Physiotherapie, die stattfinden muss. Und in dem Augenblick, wo der Mensch dorthin gefahren werden muss, das heißt, sobald die Physiotherapie oder Ergotherapie nach Hause kommt, ist kein zusätzlicher Unterstützungsbedarf notwendig, obwohl der Mensch meistens dann mehr Einschränkungen hat als anders. Und in dem Augenblick, wo kein Unterstützungsbedarf notwendig ist, gibt es halt keine Punkte. Das heißt, am allerbesten, zumindest für den Zeitraum der Pflegegradbegutachtung, vorher irgendwie einen Monat und hinterher einen Monat, sollte man auf jeden Fall zur Therapie hinfahren. Und dann bekommt man hier nämlich bei Therapie, bei Besuchen anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, macht man das einmal die Woche, das reicht dann schon. Und von dieser Physiotherapie und Ergotherapie lässt man sich dann noch eine Anweisung geben, dass man täglich, morgens und abends, auch nochmal Übungen durchführen soll. Zum Beispiel Gangübungen. Und dann hatten wir ja vorhin bei der Mobilität festgestellt, da muss immer jemand dabei sein, wenn er seine Gangübungen macht, aus Sicherheitsgründen. Und in dem Augenblick haben wir hier nämlich die Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung nochmal, die aus einer Heilmitteltherapie heraus erfolgen müssen, also heißt aus einer Ergotherapie, Physiotherapie oder Logopädie. Und in dem Augenblick, wo man das zweimal täglich morgens und abends machen muss, haben wir hier in diesem Modul mit diesen kleinen Stellschrauben 15 Punkte rausgeholt und mit einer anfänglichen Mobilitätseinschränkung hier dann schon Pflegegrad 2 und den sichern wir uns jetzt noch ab, indem es nämlich jede Nacht auch einen Unterstützungsbedarf gibt. Und zwar, es treten regelmäßig nahezu jede Nacht Einschlafprobleme oder nächtliche Unruhe auf, beziehungsweise das ist eine Person, die nahezu jede Nacht personelle Hilfe bedarf. Zum Beispiel der Toilettengang ist ja bei älteren Menschen durchaus häufiger, gerade wenn die dann noch Wassertabletten nehmen. Und in dem Augenblick haben wir dann 33,75 Punkte uns gerade geholt und haben einen ziemlich sicheren Pflegegrad 2. Schön beschrieben. Genau. So, und jetzt haben wir einen weiteren Stargast. Ich bin ja ganz begeistert. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade eine Mobilitätseinschränkung beschrieben im Pflegegradrechner. Freue mich aber gerade sehr, dass du da bist. Hey Jennifer, wie geht's Hi. dir? Gut, ich bin gerade zur Reha in Bad Soden-Allendorf in Hessen. Genau, musste gerade noch ein Schön. bisschen Abendbrot essen und jetzt bin ich hier. Oh, cool, dass du dich dazugeschaltet hast. Es ist ja auch Ja. unsere Premiere, liebe Zuschauer. Wir haben uns auch so noch nie live gesehen, alle drei. Was für ein Spaß. Ich glaube, wir haben auch eine Menge Spaß untereinander. Ja, Paul Schön, ist dass jetzt ich dich. gerade auch richtig schön in der liebevollen Ja, genau. Mitte. Schön. Ja, Jennifer, cool. Wie ist denn das Wetter bei dir? Ganz okay.
Also die Sonne schien heute ein bisschen, hat ein bisschen geregnet, aber ja. Schön, Wie ist es cool. bei Also technisch hat Salomo alles super vorbereitet und es sind auch eine euch? Menge Leute da. Sogar jetzt sehe ich auch im Privatchat, ich glaube, eine Person hat mir direkt geschrieben. Ah ja, cool, Salomo dass es macht das sowas auch klasse und er hat doch schon Lust auf gibt. den nächsten. Ja, habe ich. Ja, hat er schon gesagt, dass irgendwie in 2, 3 Tagen geht's Ach weiter. so, das ist ein weiterer Livestream. Ich dachte jetzt gerade, ich habe an den nächsten Kommentar gedacht, weil du gerade von Kommentaren gesprochen hast. Ja. Genau. Ja, der Jennifer fährt jedes Jahr zur Reha und dann auch immer in die gleiche Klinik und dadurch entwickeln sich da halt Freundschaften und dann treffen die sich da jedes Jahr in der Reha und da ist sie sehr glücklich mit. Ja. Ja. Genau. Der Sie Austausch hatte ist halt immer super wichtig. ja. Man lernt immer dazu. Das ist echt schön. Man tankt Kraft auf, sieht die Leute wieder. Ist das so ein bisschen Tradition geworden bei dir? Ja. Schön. Und Ja. Jennifer hatte diese Reha jetzt gerade als eine der schönsten, die sie jemals hatte, beschrieben und hatte dann noch das Ganze konkretisiert und meinte, das ist wie eine Klassenfahrt mit meinen 6 besten Freunden. Ja. Und das ist natürlich, also ich bin nicht dabei offensichtlich, ne? Ich bin offensichtlich kein guter Freund von Jennifer. Ja, Schön. genau. Ja, es macht eine Sehr, sehr Menge schön. Spaß. Ich bin auch die Älteste mit meinen 33 Jahren in unserer Gruppe. Das ist auch sehr, sehr selten. Ein tolles Vorbild. Auch jetzt, Ja. danke, dass du diese Geschichte mit uns teilst, weil du zeigst sehr gut, wie man sich um sich selber kümmern muss. Wie man sich das selber fest einbauen muss, damit man stabil bleibt, positiv, damit man ja am Leben teilhabt. Hat, ne? Ein Freund von uns tatsächlich, also von Jennifer und mir, der hatte jetzt eine ziemlich coole Idee. Und zwar hat er aufgeschrieben, wie häufig er zu Therapien muss oder so, oder halt irgendwie Ausfälle hat, wo er sich um seine Erkrankung kümmern muss. Und hat diese Ausfälle dann mit 8 Euro, mit 12 Euro die Stunde beziffert, weil das halt so der Mindestlohn ist, weil er einfach mal wissen wollte, so für sich, wie teuer ihnen seine Erkrankung, seine Einschränkungen zu stehen kommen. Fand ich tatsächlich sehr, sehr cool, sich das einfach mal so vor Augen zu führen. Das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, wie spontan wir hier reden wollen. Da haben noch ein paar andere Fragen gestellt. Ich habe von Ja. der Pflegegelderhöhung schon was gehört. Da war ich dann ein bisschen enttäuscht. Ich Ja, glaube, ein bisschen, ne? die Zahlen, die wir jetzt aktuell haben, die sind ja von 2016. Da sind sie zumindest Ja. ermittelt worden, dann 2017 eingeführt. Und sie werden jetzt Ja. das erste Mal für die Menschen, die zu Hause gepflegt werden, ich glaube, um 5 oder um 10% erhöht. Das sind Kleinstbeträge. Ja. Ja, ist tatsächlich ein absoluter Witz und auch ja, ein Stück weit unanständig, gerade bei der jetzigen Inflation. Gleicht das nicht mal die Inflation von letzten Jahr aus, Genau, ne? und deswegen lohnt es sich umso mehr, hier zu sein, deine Videos zu schauen, von dir zu Deine lernen, Videos zu schauen. Fragen zu schauen, ja, auch bei mir, insgesamt aber gut zu sein, dass man vielleicht sogar einen Pflegegrad mehr erreicht, weil dadurch einfach mehr Entlastung da ist, mehr Unterstützung. Und die brauchen wir alle. Ja, genau. Ja, Genau. Was haben genau, wir? jetzt hast du meinen Kommentar da eingeblendet. Ja. Danke, danke. Ja, Du hattest, ich na möchte mich klar. auch nochmal vom ganzen Herzen bedanken. Du hast gestern bei mir im Livestream da diese tolle Idee gehabt mit dieser Verrechnung sozusagen. Ja. Und du bist sehr gut. Also ich konnte auch sehr viel von dir lernen. Du bist da sehr Ja. genau, auch wie du das gerade eben erklärt hast. Du gehst so auf Einzelheiten ein, die du miteinander kombinierst oder wie man sich noch besser vorbereiten kann, um noch mehr rauszuholen. Also wirklich toll. Ja, wir ergänzen uns da sehr schön gegenseitig und bestärken uns da sehr schön gegenseitig. Das finde ich auch sehr schön. Ich Gut, bin sehr Liebe. überrascht, dass du jetzt dieses System hier auch benutzt, wo ich dabei bin, weil ich hatte das, vor einer Stunde wusste ich das auch noch nicht. Vielleicht traut sich sogar mal ein Zuschauer, live sich dazuzuschalten, mit seinem Gesicht auch eine gewisse Stärke zu entwickeln und zu sagen, ich habe die Einschränkung und wie gehe ich jetzt damit um, lieber Salomo? Und dann kannst du hier live zur Verfügung stehen mit deinem Gesicht. Finde ich Ja. toll. Das ist eine ganz neue Art, die du anbietest. Dafür müsste ich dann aber die Live-Funktion auch öffentlich machen, beziehungsweise diesen Einladungslink. Kann ich das nächste Mal mal machen? Dann kann sich der dazuschalten, der da dazukommen möchte. Sehr schöne Idee. Für die Mutigen. Ja, wir können ja mal kurz unseren nächsten Kommentar anschauen. Kann man euch auch privat erreichen? Brauche dringend Hilfe. Unter meinen Videos
also den Videos von Sozialrat Deutschland e.V., da beziehungsweise Sozialrat Pflegegrad und Hilfsmittel heißt der YouTube-Kanal, da gibt es einen Link, wo man dann auch Termine buchen kann, wo ich euch dann eine Stunde zur Verfügung stehe. Genau. Ansonsten habe ich auch absolutes Verständnis dafür, dass die beiden anderen dann eher sagen, ich muss gucken, wo ich mit meinen Kräften bleibe, weil das halt alles irgendwie ein begrenztes Gut ist und genau. Das ist halt aufwendiger, als man denkt, anstrengender, als man denkt. Genau, also ich habe zum Beispiel meine 100 oder 200 Fragen beantwortet, da habe ich mir, glaube ich, viel Zeit genommen. Ich konzentriere mich darauf, Menschen, die sehr hilfsbedürftig sind, die hilflos sind, in meiner Region vor Ort zu begleiten. Deswegen stehe ich für die meisten hier nicht mehr zur Verfügung. Das sind nur noch große Ausnahmen. Trotzdem geben wir euch alle gute Videos, gute Antworten, gute Impulse, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Ja. Und die Videos sollen euch in die Lage versetzen, zu gewinnen. Und selbst wenn es einen Widerspruch gibt, einfach, also selbst wenn es abgelehnt wird, wenn der Pflegegrad noch nicht richtig erkannt worden ist, einfach in den Widerspruch gehen, gewinnen. Gewinnen lohnt sich. Ihr seht auch in den Kommentaren, in diesen ganzen Kanälen, da gibt es noch zwei andere, wie viele Leute sich bedanken, wie viele sagen, ich habe es geschafft. Und das sollt ihr sehen. Man erreicht es. Ja. Ja, du sagst zwei andere. Welche meinst du? Damit meinst du auf jeden Fall den SOVD Schleswig-Holstein? Wegen Bürgergeld und es gibt auch noch einen anderen Kanal. Ich glaube, Pflegeengel nennen die sich. Die haben auch ganz tolle Unterstützungsangebote und Beratungsvideos. Da gibt es noch mehr. Einfach jeden Begriff, den man nicht kennt, einfach bei Google eingeben oder bei YouTube, meine ich. Und dann kann man sich das erklären lassen. Wegen Bürgergeld? Wen gibt es da? Hast du das Kanal, da gibt es die Job Academy, eine Frau mit dem Namen Vera, eine ganz, ganz tolle. Und die hat auch eine tolle Community, also alles, was so im Bereich Sozialrecht ist, Kindergeld, BAföG, aber ganz stark Hartz IV, in Klammern jetzt Bürgergeld. Die ist jetzt seit kurzem wieder in, ich glaube, Hamburg. Das ist auch ein ganz, ganz toller Mensch. Und wenn sie eine Frage hat, sie teilt das auch mit ihrer Community, dann sind da immer sofort 300 Klicks und über 20 Kommentare mit verschiedenen Impulsen. Ja. Beeindruckend. Ja, schön. Ja, so ein Zusammenhalt und so eine gegenseitige Unterstützung, die ist tatsächlich super viel wert. Ja. Darf ich jetzt einmal fragen, weil ihr seid so spontan auf meinem Notebook. Ist der Ton okay? Der Ton ist super. Der Ton ist schön. Super, Wow. Genau. Also bei Jennifer halt er ein bisschen. Ich schätze mal, dass Jennifer ihr Mikrofon nicht separat gemacht hat, sondern sie gerade einfach nur so zugeschaltet hat. Genau, nächstes Mal dann viel. Nee, ist kein Problem. Ja, aber dann hörst du nicht. Beste das heißt, Premiere. Muss separat, genau, also okay. Muss dann separat dann noch einen Stöpsel im Ohr haben. Darum habe ich, soweit ich den Paul gesehen habe, auch sofort die Kopfhörer aufgesetzt. Wäre jetzt keiner von euch da gewesen, dann hätte ich halt einfach nur ins Mikro reden können. Genau, aber ich freue mich voll, dass ihr da seid. Genau, die Word-Datei ist wirklich super. Na, guck mal hier, der liebe Paul kriegt noch mal hier sein schönes Ego gestreichelt. Ja, ich finde die auch sehr gut. Genau. So. Mein Sohn hat mit AOK gesprochen. Wir sollen genauer definieren, welche Punkte, mit welchen Punkten wir nicht einverstanden sind. Ja, das ist halt eigentlich nicht eure Aufgabe, genau die Punkte zu benennen, wo ihr mehr Unterstützungsbedarf habt, sondern es ist eigentlich die Aufgabe vom Gutachter gewesen, diese Punkte festzustellen. Aber ihr habt jetzt ja gerade auch den Pflegegradrechner gesehen. Da ist das wirklich auch nochmal alles ganz schön beschrieben, wie man da, also unter welchem Modulpunkt man dann wie die Definition hat, sodass man da auch den Unterstützungsbedarf deutlich machen kann. Da ist tatsächlich mein Tipp, nehmt euch da die Vorlage von Paul und den Pflegegradrechner vielleicht parallel, wo dann die Definition unter dem Infozeichen zu sehen ist. Und in dem Augenblick müsst ihr einfach den gesamten Unterstützungsbedarf, den ihr habt, also alle Einschränkungen, am besten zu jeder Einschränkung auch noch eine Diagnose, die passt, und dann halt den Unterstützungsbedarf rausarbeiten. Und in dem Augenblick habt ihr da halt wirklich sehr gute Möglichkeiten, auch den Pflegegrad zu bekommen, auf den ihr einen Anspruch habt. Und auf jeden Fall, also das ist so mein Tipp, zusätzlich zum Widerspruch auch immer direkt einen neuen Antrag zu stellen, weil in dem Augenblick findet häufig eine neue Begutachtung statt. Der Erfolg bei einem Widerspruch, der ist halt
Also ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Häufig deckt dann halt der neue Gutachter, der begutachtet den alten. Und dann läuft es halt auf die Klage hinaus und die dauert häufig dann 3 Jahre. Das ist halt ein sehr langer Prozess. Ich finde es daher zielführender, wenn man parallel zum Widerspruch einen neuen Antrag stellt. Und in dem Augenblick hat man nämlich den großen Vorteil, dass die... jetzt habe ich den Faden verloren. Dadurch hat man dann einen großen Vorteil, dass man auch ein sehr gutes Argument durch dieses neue Gutachten, wo man dann vielleicht den Pflegegrad bekommen hat, den man haben möchte, im Widerspruch mit argumentieren kann, beziehungsweise dann auch in der Klage. Du hast auch ein eigenes Video gemacht, wo du das erklärst, warum es Sinn macht, sofort einen neuen Antrag zu stellen. Genau. Liebe Sinasi, ich sehe, dass du mit der AOK gesprochen hast oder dein Sohn hat mit der gesprochen. Reden ist immer nicht so gut. Das kostet sehr viel Kraft, unnötig. Das, was die AOK da gesagt hat, kannst du nicht belegen, das ist nicht nachweisbar. Vielleicht ist es auch falsch. Und deswegen reden lieber nicht, lieber vermeiden sozusagen, alles schriftlich machen. Und du kannst ja sonst auch gerne sagen, okay, sagen Sie mir, wo steht das, dass ich jetzt genau die Punkte nochmal erwähnen soll, oder geben Sie mir das schriftlich, was Sie mir gleich gerade eben gesagt haben. Und dann wirst du schon sehen, dass es die eine gesprochene Wahrheit gibt und die andere geschriebene Wahrheit. Und nur die geschriebene Wahrheit zählt aber. Deswegen, ich weiß, das ist auch immer sehr kränkend, darauf einzugehen. Meine Begründung ist oft, die Tragweite der Erkrankung wurde nicht erkannt. Da nenne ich 2, 3 Punkte, die gröbsten Fehler sozusagen. Und das hat für mich oft immer ausgereicht, die Begutachtung wieder durchzuführen. Aber auch hier sehen wir jetzt eine Sache sehr gut. Ich komme aus Oldenburg, das liegt in Niedersachsen. Salomo lebt in Berlin. Es kommt immer drauf an. Es kommt auf das Bundesland drauf an. Es kommt auf den Sachbearbeiter, also den Gutachter drauf an. Wir können keinen Ratgeber geben, der sozusagen in Stein gemeißelt ist. Und so ist es. Es ist immer ein bisschen Gespür mit dem Spiel. Es ist ein bisschen Erfahrung. Es ist auch die Tageslaune hat auch was damit zu tun. Also glaub an dich, mach weiter. Genau, schön gesagt. Guti. Sturzgefahr bei kleinster Anstellung bekommt er kaum noch Luft. Lustlosigkeit. Naja, Lustlosigkeit ist dann halt direkt so diese depressive Stimmungslage. Die ist unfassbar schwer zu... es ist unfassbar schwer, die bewertet zu bekommen vom MDK-Gutachter. Das ist so meine Erfahrung. Also eine Gutachterin hat mal ein völlig überzogenes Beispiel gebracht und hat gesagt, ich kann das hier erst bewerten, wenn der Mensch nicht mal mehr aufsteht, um ein Glas Wasser zu trinken. Und das ist tatsächlich bei den GKV-Richtlinien, das kann ich ja mal ganz kurz noch zeigen. Das ist bei den GKV-Richtlinien ein bisschen anders offiziell. Und zwar haben wir hier die Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage, das mit dem Modulpunkt 3.11. Und da gibt es halt eine Antriebsstörung. Also bewertet wird nur die Antriebslosigkeit. Das ist halt schon, das zeigt, wie besonders stark die Depression hier ausgeprägt sein muss. Das heißt, Antriebsstörungen oder wie Antriebsschwächen, Antriebsmangel oder Antriebsarmut können Vorstufen der Antriebslosigkeit sein. Ne? Und nur die Antriebslosigkeit soll hier bewertet werden. Das heißt, das ist tatsächlich eine sehr krasse Hürde. Bei einigen Gutachtern ist da mehr Verständnis für, bei sehr vielen Gutachtern ist da aber tatsächlich auch einfach kein Verständnis für, und in dem Augenblick lohnt es sich durchaus, da auch einfach einen Widerspruch einzulegen und einen neuen Gutachter zu verlangen, eine neue Begutachtung durch einen neuen Antrag zu bekommen. Ich kann da noch etwas hinzufügen. Und zwar, wir haben das immer so gemacht, Sturzgefahr, wir haben viel gefilmt. Also wenn jemand wirklich stürzt, haben wir das mal aufgenommen. Auch da braucht man eine gewisse Stärke, weil es ist ja nicht so schön, wenn man in dem Moment stürzt. Aber wir haben das dann aufgezeichnet, was ist denn passiert? Und derjenige, der gestürzt ist, berichtet einmal kurz. Vielleicht, indem er da sogar noch liegt und sagt, jetzt, das ist hier vorgefallen, und dann hilf mir doch mal hoch. Und dadurch haben wir die Situation sehr gut erfasst. Kleinste Anstrengung, da erinnere ich mich an jemanden, der sehr übergewichtig war und dann auch später operiert worden ist mit einer Magenverkleinerung, und das war wirklich bei dem so, wenn er schon 3 Meter gelaufen ist, hat er sehr, sehr stark atmen müssen, weil das so belastend für seinen Körper ist.
Und das haben wir einfach aufgezeichnet. Und diese Beweissicherung immer wieder im Tagesablauf hat uns sehr stark geholfen zu belegen, so sieht der Tagesablauf aus. Diese Situation passieren. Wir konnten ganz genau sagen, er ist dreimal die Woche gestürzt, zehnmal im Monat oder hat sich da und da blutig verletzt und konnten ganz genau mit der Uhrzeit erwähnen, wie oft das ist und wie man auch Hilfe braucht beim Aufstehen, beim Verbinden der Verletzung und, und. So haben wir das dann gemacht. Ja. Jennifer, Eine voll tolle Idee. wie lässt du Ich deine muss gerade dran Sturzgefahr denken. dokumentieren? Ja, genau. Also ich bin ja jetzt in der Reha-Klinik und ich bin am Freitag ganz doll gestürzt, habe gleich ein blutiges Knie gehabt und bin dann halt zu den Schwestern hin und das wird dann im Reha-Bericht aufgenommen. Genau. Und ansonsten, ja, lasse ich mir Genau. das halt von meinem Neurologen auch gern bescheinigen. Ja. Dem erzähle ich das halt auch immer, dass ich. Hast du das in der Vergangenheit auch schon so gemacht oder hast du da die Stürze eher vertuscht? Ja, ich immer vertuscht. Genau. Es war mir halt So. immer peinlich, ja. Ich habe Ja. hier auch so einen Notrufknopf, also was ich immer ums Handgelenk binden muss. Genau, das liegt immer schön auf meinem Nachttisch. Ja. Sollte man Und eigentlich auch immer umhaben, genau, ja. ja. Und Aber das ich bringt halt wollte Paul noch. extrem viel, wenn man sowas dann, das bringt halt extrem viel, wenn man sowas dann im Arztbrief auch stehen hat. Genau. Genau. Ich wollte Paul noch fragen, wie viele Tage habt ihr denn da der Krankenkasse, also die Dokumentation zugeschickt? Denn alle Tage oder nur so Was meinst du jetzt Ausschnitte? mit Tage? Na, wie oft man gestürzt ist. Also wenn man jetzt, weiß ich, siebenmal die Woche gestürzt ist. Nee, wir haben stichpunktartig manchmal das sehr gut dokumentieren können, erfassen, sozusagen festgehalten. Manchmal, einige Menschen haben auch so Überwachungskameras in den Wohnungen, wo das dann schon per se sozusagen festgehalten worden ist. Und das haben wir dann eingesetzt. Das war aber nur ab und zu mal. Die Stürze waren viel, viel öfter. Und das war sozusagen der Beleg dafür, der Nachweis, dass wir einige davon sogar gefilmt haben. Und was du gerade gesagt hast, das ist genau das, was ich vergessen habe. Diese Aufnahmen haben wir auch für die Therapeuten benutzt, um das nochmal nachzuweisen. Also auch wenn man irgendwelche Beschwerden hat, wie ich sag mal jetzt Nasenbluten, ich will jetzt gar nicht mal ins Detail gehen, dann haben wir einfach das gefilmt. Also heute ist dieser Tag, ich habe gerade starkes Nasenbluten, ich habe Kreislaufprobleme, ich bleibe noch mal eine halbe Stunde im Bett liegen, weil mir auch schwindelig ist. Und so haben wir sozusagen auch etwas, was nicht verloren geht, weil man hat das ja immer im Handy und kann nachher so ein eigenes Album machen und wenn man das nächste Mal zum Arzt geht, sagt, guck mal hier, ich habe 20 Sachen dir zu erzählen und alle sind nachweisbar. Und da hilft dann auch der Arzt sehr stark und sagt, okay, die Patientin berichtet über drei Stürze die Woche, über dies und das und jenes und die Einschränkung und ich konnte das einsehen. Und das steht dann wieder im Arztbrief drin, den wir wieder benutzen können. Und alles zusammen habe ich vorher dann schon immer dem MDK eingereicht, also auch per Datenträger und so weiter, und liegt dem MDK vor. Und dann alles zusammen als Argument, wir gehen hier nicht ohne Pflegegrad 3 oder 4 raus und sonst gibt es Probleme. Ja, Wie da haben hast die du jetzt darauf gerade. reagiert, auf diese Videoaufnahmen? Das würde mich mal interessieren. Ich bin in meiner Region schon dafür bekannt mittlerweile. Ich bin auch sehr stolz, denn wir haben so einen Report in Niedersachsen, wie viele Pflegefälle pro Bezirk sind. Und Oldenburg ist überdurchschnittlich, kann ich euch sagen. Also für die Geil. Einwohnerzahl und so mit vergleichbaren Städten haben wir sehr, sehr viele Pflegefälle über das letzte Jahrzehnt. Und viele kenne ich auch persönlich. Da habe ich ja dazu beigetragen. Das hat mir so ein bisschen geschmeichelt im Nachhinein. Sehr irritiert, muss ich dir sagen. Ehrlich, sie mögen es nicht so viele Gutachter, wenn du ihren Job machst oder wenn du das so gut vorbereitest. Da sind sie irritiert, mit umzugehen. Viele lehnen das ab, aber dann drehe ich das um und sage, okay, sie wollen die Videos nicht zur Kenntnis nehmen. Die sind vorher eingereicht worden, sie liegen ihnen ihrer Behörde vor und sie wollen die jetzt auch hier nicht sehen, weil die wollen manchmal gar nichts damit zu tun haben. Und dann haben Sie jetzt gesagt, dass Sie das nicht sehen wollen? Und Sie glauben es auch nicht so, dass das so schlimm ist. Dann halten wir das einmal fest. Es gibt Zeugen, die haben das jetzt hier gehört und wollen Sie dabei bleiben oder wollen Sie die Videos dort doch sehen? Also es ist dann immer ein bisschen schwierig, aber wir müssen für unsere Seite kämpfen, uns dafür einsetzen. Wir liefern die Beweise, das, was da ist. Und das klappt dann ganz gut. Also ich kenne die Leitung vom MDK und seitdem ich manchmal, ja, zumindest mit ihr in Kontakt stehe, wissen die, dass sie das sehr ernst nehmen.
Ja, Ich schön. habe eine tolle Idee, dass man das dokumentiert. Es ist die beste Beweissicherung. Wenn es wirklich so ist, dann finde ich, es ist natürlich schwierig. Ich möchte da auch, das muss man auch wollen, das kann man nicht erzwingen. Also wenn die eigene Mutter das vielleicht nicht möchte, dann ist es halt so, dann geht es auch nicht. Aber wenn jemand sagt, okay, ich brauche mich hierfür nichts schämen, es passieren gewisse Dinge und natürlich auch unter viel Datenschutz, dass man jetzt nicht irgendwie sich nackt präsentiert oder sowas. Und auch die Aufnahmen, die wir da hinschicken, dass die natürlich auch vorher gesichtet werden. Also da sind alle mit einverstanden. Also mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Stolz darf man da reingehen, finde ich. Das begleite ich dann immer als mein Vorschlag. Ich hatte neulich einen Klienten, wo dann, der dann berichtet hat, dass die Gutachterin ihn, weil er von seinen Stürzen berichtet hat, tatsächlich gefragt hat, haben Sie da Fotos von? Und das fand ich tatsächlich aber übergriffig, ehrlich gesagt, weil wenn du stürzt, dann ist das für sehr viele erstmal ein sehr erniedrigender Moment, weil das so also das ist im Prinzip dann in dem Augenblick eine Einschränkung, die einen auf den Boden der Tatsachen holt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kann ich nachvollziehen, dass die Menschen das nicht dokumentieren wollen, diese offensichtliche Einschränkung, die man da irgendwie hat. Genau. Und darum fand ich die Nachfrage der Gutachterin tatsächlich übergriffig, gerade wenn der Mensch die Einschränkung diagnostiziert hat, indem er eine Sturzgefahr diagnostiziert hat. Du hattest gerade auch noch was sehr Spannendes gesagt, Paul, und zwar. Die Patientin berichtet, stand dann im Arztbrief drin, und das konnte ich einsehen. Damit hast du nämlich gerade die indirekte Rede dann wieder gestärkt, weil die indirekte Rede, das hat mir dann auch mein Anwalt verraten, ist vor Gericht im Prinzip nichts wert, weil im Prinzip sagt der Arzt dann nur, was du gesagt hast, und dann kann das Gericht auch einfach dich fragen statt den Arzt. Das heißt, da sollte man sich immer auf jeden Fall eine besonders, also eine Einordnung vom Therapeuten oder vom Arzt in dem Augenblick holen. Das heißt, wenn er jetzt sagt, ich möchte nur das wiedergeben, was du gesagt hast, dann kann man sagen, okay, aber findest du denn das, was ich gesagt habe, glaubhaft? Habe ich dir das irgendwie, also hast du irgendwie Grund daran zu zweifeln an diesen Aussagen, wenn ich bei dir in der Therapie bin oder bei deinen Arztbesuchen? Und wenn nicht, dann schreib genau das bitte auch in den Arztbrief rein oder in den Therapiebericht. Schreib da dann rein. Es gibt, also das ist völlig schlüssig mit der Erkrankung und es ist völlig schlüssig mit dem, wie der Mensch hier bei mir in der Therapie oder bei deinem Arzttermin auftritt. Und deswegen gibt es für mich keinen Grund, an dieser Aussage zu zweifeln. Und damit hebt man nämlich dann diese indirekte Rede, die der Arzt oder der Therapeut gerne verwendet, wieder sehr hoch, weil in dem Augenblick das Ganze einfach deutlich vertrauenswürdiger erscheint. Ich verstehe dich, da hast du vollkommen recht. Und das sind so diese feinen Details, wo du besser bist als ich. Ich drehe es, wenn sowas vor Gericht kommt, es in Frage gestellt wird, gerne um, wo ich sage, Sie sind also der Meinung, dass das nicht ausreichend ist in seiner Begründung. Wir sind keine Gutachter, wir sind keine Anwälte, wir können das alle nicht perfekt machen. Und wir haben aber Belege. Wir haben die Videoaufnahmen, wir haben die Zeugen, wir haben spontane Situationen, die auch mal in der Stadt passieren oder woanders. Wir haben ja auch die Situation, dass man jetzt zum Beispiel bei einem Termin in der Behörde vielleicht, dass da zu einem Unfall kommt, vielleicht muss man dann noch mal auf Toilette, man hat dann einen eigenen Rucksack dabei, um sich zu reinigen, solche Sachen und das ist ja da, das ist ja auch woanders überall passiert. Und ich drehe das gerne um, wo ich sage, Sie glauben es nicht, Sie stellen das in Frage, also wir können uns ja nur beweisen und das stimmt, das ist noch mal kräftiger, wenn der Arzt sagt, diese Eigenschaften oder diese Einschränkung passen oder sind krankheitstypisch. Das ist natürlich nochmal bestätigend ganz stark. Und aber wer mir dann so kommt und sagt, ja, aber es reicht nicht aus, weil es könnte ja auch was anderes sein oder sowas, dann sage ich immer, nein, das sehen nur Sie. Sie können heute gerne so entscheiden, dass Sie selber entscheiden. Der Arzt hat das nur so vielleicht vage beschrieben, aber Sie wissen es besser und stellen es in Frage. Also auch der Richterin. So begegne ich denen dann und dann sage ich, dann müssen Sie heute hier sagen, dass Sie das so nicht sehen, dass Sie es besser wissen und Sie beurteilen das anders. Und das machen Sie meistens nicht, weil Sie wollen die Verantwortung von sich lenken, auch die Gutachter vorher, weil keiner will eine Entscheidung treffen. Das sollen immer die anderen machen. Und dann ist das von dem Arzt schon ganz gut. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass der Arzt vielleicht das jetzt nochmal konkretisiert. Dann bringen wir Ihnen das gerne nächste Woche mit, wenn Sie das wollen, bis Sie das Urteil schreiben sozusagen und. Also du bist da sehr, sehr gut. Ja.
Ja, du ja auch. Ich habe Wir ja die haben Hälfte beide meiner Tricks habe ich unterschiedliche von dir. Strategien, damit Ja, umzugehen. ja. Und genau, ja. Ja, genau. Wollen wir Irgendwas zu wollte ich jetzt dem noch. Thema vielleicht noch kurz auf den Kommentar von Anja Leiert drauf eingehen? Vielleicht kannst du den kurz einblenden. Erstmal kurz müssen wir beide dem Manolo Ach so. Blahnik, wir alle drei dem Manolo Blahnik wieder alle sagen. Schön, dass du Hallo. auch wieder dabei bist. Wieder dabei, das klingt so, als wär der regelmäßig in meinen Livestreams, obwohl das hier mein erster ist. Nein, aber er ist ja regelmäßig bei Paul, ein Stammzuschauer. Genau. Was für einen Kommentar sollen wir eingehen? Den aktuellsten von ganz unten, 18:53 Uhr. Ja, bei unseren Kind sind Stürze leider immer so kurzfristig und so überraschend, ist immer überraschend, ja. Und an Orten, wo kein Film etc. möglich ist. Ja, jetzt erinnere ich mich auf, was ich sagen wollte. Bei sowas nutze ich zum Beispiel auch voll gerne eidesstattliche Aussagen. Das heißt, also es gibt durchaus jetzt schon Nachbarn, die dann halt die ein oder andere eidesstattliche Aussage für mich abgegeben haben oder für andere Klienten. Und in dem Augenblick hat man halt direkt einen Zeugen, der dann auch vor Gericht das Ganze so bestätigt, dass er das zum Beispiel erlebt hat. Das reicht ja aus. Also wenn man da zwei, drei Stürze mitbekommen hat, dann reicht es aus, dass man da eine eidesstattliche Aussage von dem Menschen hat und damit bestätigt der, weil das ansonsten eine Straftat wäre, dass es halt genau so passiert regelmäßig. Und das ist dann halt auch ein sehr gewichtiger Punkt, der dann auch definitiv von einem Gericht entsprechend gewertschätzt wird. Gerade wenn das dann nicht nur ein Mensch ist, sondern vielleicht so zwei, drei, die auch nicht in einem Verwandtschaftsverhältnis stehen. Genau. Ja. Und dann ist tatsächlich vielleicht auch das Attest vom Arzt gar nicht mehr so wichtig, weil eine Sturzgefahr ist jetzt keine klassische Diagnose, sondern das ist halt mehr eine Einschränkung, die der Arzt beschreibt, die sich mit anderen Diagnosen belegen lassen. Und darum ist das dann vielleicht auch gar nicht mehr so notwendig, gerade wenn es halt andere Diagnosen wie eine Muskelschwäche oder irgendwie sowas gibt. Dann ist das kein Problem. Was mir noch einfällt, ist, bei Stürzen kann man schauen, wie oft musste man damit zum Arzt. Gab es vielleicht Verletzungen, die behandelt worden sind? Und dann kann man auch wieder nachweisen, wir mussten den Arzt aufsuchen an den ganzen Termin. Also wie sieht es die letzten 3 Jahre aus? Da kann man eine DSGVO-Anfrage an die Krankenkasse schicken. Da sieht man, wo man die letzten 10 Jahre bei den Ärzten war. Das ist unglaublich, Ja. auch was die abrechnen. Sehr, sehr interessant. Und einfach kreativ sein und wie gesagt, erstmal so gut es geht, gewissenhaft belegen. Und die andere Seite geht oft mit. Und selbst wenn es hart auf hart kommt, und das sind die letzten 10% oder sowas, selbst vor Gericht muss dann jetzt untersucht werden, wer hat denn jetzt recht? Der MDK sagt, nee, das sehen wir nicht. Wir sagen mit eidesstattlichen Versicherungen und Zeugen, dass das so ist, dass wir das so erlebt haben, dass das so passiert ist. Und dann muss ein Gutachter jetzt nochmal eine Durchsuchung oder eine Untersuchung durchführen. Untersuchung. Der muss das jetzt festlegen und da sieht es dann immer sehr gut aus. Also das hast du eigentlich auch sehr, sehr cool gerade schon gesagt, gerade dass man dann das Resultat der Stürze dokumentieren lässt. Jennifer, hast du dazu nicht was zu berichten? Inwiefern? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was für eine ärztliche also Einflussnahme hat bei dir vor kurzem erfolgen müssen? Du bist übrigens nur zur Hälfte zu sehen gerade. Magst du ein bisschen höher kommen? Ja. Ja, voll gut. Was für eine Einschränkung hat bei dir, was für ein ärztlicher Eingriff hat bei dir erfolgen müssen wegen dem Sturz? Ach so, ja, du willst auf die Impfung hinaus. Ja, ich wurde ja als Baby das letzte Mal mit einer Tetanusimpfung gepiekst. Genau, und da hatte der Arzt dann gefragt, wo ich gefallen bin am Freitag. Und dann musste ich ihm das sagen, dass es halt draußen war und dass vielleicht auch ein bisschen Dreck in die Wunde gekommen ist. Und dann kam er auf die glorreiche Idee, dass ich noch eine Tetanusimpfung bekommen soll. Fand ich dann nicht so schön, aber es war halt notwendig. Und ja, dann haben wir das auch gleich alles aufgefrischt. Genau, und das ist genau so ein Eingriff, den man dann halt auch bei einem Hausarzt durchführen kann, nach einem Sturz durchführen lassen kann. Und in dem Augenblick ist es halt dokumentiert. Und in dem Augenblick kann man dann auch dem Arzt nochmal sagen, wäre vielleicht cool, wenn Sie das irgendwie, die Sturzgefahr, dann jetzt auf jeden Fall erfassen, weil Sie sehen ja offensichtlich, also ist es sogar behandlungswürdig mittlerweile geworden.
Genau. Ich habe noch Ah, einen ich freue ganz mich voll hier kurzen. mit euch beiden. Das ergänzen uns so schön. Ich freue mich. Schön. Ich habe noch einen kurzen Hinweis zu dem Attest. Sie hatte ja geschrieben, dass sie gern Attest haben möchte. Also viele Ärzte haben ja total viel zu tun. Also es ist manchmal auch ganz hilfreich, dass man selbst vielleicht einfach schon mal was vorschreibt und sich das dann vom Arzt einfach nur noch unterschreiben lässt mit einem Stempel drauf. Genau, also so gehe ich meistens immer vor, dann spare ich dem Arzt ganz viel Arbeit. Ja, sehr schön. Da hat der liebe Paul auch schon mal eine sehr schöne Geschichte erzählt, die ich jetzt hier einfach nochmal zum Besten geben kann. Und zwar hat er da seinem Klienten den Tipp gegeben, mit dem vorgeschriebenen Brief einfach zu dem Arzt zu gehen und zu sagen, ich gehe hier erst wieder raus, wenn ich hier einen Stempel und eine Unterschrift drunter habe. Und so lange ist er da geblieben und hat tatsächlich dann aber am Ende auch das Ziel erreicht und hat dann den Stempel und die Unterschrift oder nur den Stempel, aber ist ja am Ende auch gar nicht so wichtig, bekommen. Ja. Es ist halt oft das Problem, dass man mag über seine eigenen Gebrechen nicht so gerne reden. Ne? Ich habe auch Probleme, ich bin auch ein Pflegefall und das braucht sehr viel Stärke, sich dahinzustellen mit Gesicht, mit Name und zu sagen, der Durchfall nervt mich total oder auch ganz andere Sachen. Und das ist wirklich schwierig. Und viele gehen zum Arzt und berichten nicht so sehr über ihre Beschwerden, vor allem wenn sie schon über Jahrzehnte krank sind oder vielleicht auch so 3 oder 5 Jahre. Das heißt, irgendwie kommt man damit zurecht. Und dann war immer das Problem, wenn auf einmal der Arzt hört, oh mein Gott, Sie haben Pflegegrad beantragt. Sie erzählen doch seit den letzten 3 Jahren, dass alles soweit irgendwie in Ordnung ist. Und da ist dann irgendwann die Strategie gekommen, dass wir einmal alles auflisten. Und einige Ärzte haben das dann abgeschrieben mit ihren eigenen Worten. Das war dann so ein bisschen der Medizinerstolz auch. Der hat gesagt, wenn ich das schon mache, dann mit meinem Briefpapier und auch mit meinen Worten. Und andere haben gesagt, okay, ich stempel Ihnen das einfach ab. Ich stehe dazu, ich weiß das. Und das war auch ausreichend und sehr gut, weil wir selber unsere eigene Liste gemacht haben. Einige haben auch immer alles vergessen, was sie sagen wollten beim Arzt. Und die haben sich das dann angewöhnt, eine Liste zu erstellen. Was will ich das nächste Mal dem Arzt alles sagen? Und haben diese Liste immer nur abgegeben, sodass der Arzt das sozusagen behandelt und dann auch abheftet. Und so hatten wir auch eine sehr gute Übersicht zu begründen, wie vergesslich derjenige immer ist. Und wenn er diese Liste nicht macht, dann sitzt er da und weiß gar nicht, was die letzten Monate war. Also kreativ rangehen, irgendwie überlegen und auch lieber Anja, du schreibst, filmen ist nicht möglich. Ich denke immer an Lösungen. Also man hat als Erwachsener immer ein Handy dabei, ist die Frage, also mal vielleicht reicht es auch danach, die verschmutzte Hose zu fotografieren oder den Riss in der Oder Hose oder die Verletzung. Oder das Kind fragen, was ist gerade passiert? genau, das danach, also wenn alles wieder in Sicherheit ist, dann kann man es ja einmal dokumentieren. So, ne, so ein Selfie-Video. Was haben wir gerade erlebt? Magst du mir einmal erzählen, was war denn gerade eben? Und Kinder haben es da einfacher, die erzählen, ja, ich bin gestürzt und ich bin da gestolpert, ich habe die Kante nicht gesehen oder da war auch nichts. Oder, na, dann kommt die Geschichte von alleine. Und das einfach mal ganz nüchtern, ganz ehrlich, ganz sachlich für sich dokumentieren, ob man was damit macht, ist die zweite Frage, ob man das veröffentlichen möchte, ob man sagt, nee, das Video war nicht so gut, was auch immer. Ja. Ja, also auf jeden Fall erstmal die Beweissicherung. Sehr gut, genau. Genau. Wir haben noch einen weiteren Kommentar. Und zwar der liebe Clem. Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ist eine periphere Polyneuropathie eine neuromuskuläre Erkrankung? Da fragst du am allerbesten deinen Neurologen, würde ich jetzt sagen, weil das weiß ich nicht. Also, wir sind alle keine Mediziner, aber ich lasse euch auch gerne nochmal zu Wort kommen. Könnt ihr Also vom das? Gefühl her hatte ich Neuropathie schon mal hier gehört in der Klinik. Also ich würde Du bist ja in jetzt einer sagen, neurologischen ja, Klinik. aber ich würde sicherheitshalber auch noch mal googeln wollen im Nachhinein. Genau. Ich glaube, das ist das Zeichen, wenn man gewissenhaft gut arbeitet. Ich weiß es auch nicht genau. Ich müsste jetzt nachschauen, um dir eine gute Antwort zu geben. Aber die beste kriegst du von einem Facharzt, von einem Spezialisten. Wir wollen dich da, wenn schon, gut beraten. Und was wir nicht wissen, da lassen wir die Finger von. Genau, ja. Ich finde, das zeigt auch eigentlich immer die Leute, also das unterscheidet die, die wirklich Ahnung haben von den Dummschwätzern, weil der Dummschwätzer hätte jetzt auch irgendwie auch hierzu was erzählt und der Experte oder also der Fachmann, der sagt dann, sorry, aber das ist nicht mein Thema und kann da halt mit breiter Brust auch sein begrenztes Wissen, also beziehungsweise sein Fachwissen abgrenzen gegenüber anderen Themen.
und da auf andere Experten verweisen. Neurologe ist da ja durchaus eine geeignete Wahl. Genau. Danke, hatte ich dabei mit den Textvorschlägen. Ja. So, schauen wir mal. Sascha fragt, ich habe eine Begutachtung durch den MDK gehabt für eine Erhöhung des Pflegegrads von 3 auf 4. Das ist auf jeden Fall schon mal immer sehr anspruchsvoll, von 3 auf 4. Da hat man nämlich nachher nur noch, also von 3, das ist ja ca. 50%, auf die 4 ist 75%. Das heißt, da musst du halt wirklich von 100 Punkten 75 bekommen. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Ich habe einen Widerspruch eingelegt und parallel einen neuen Antrag gestellt. Genau, das ist auf jeden Fall immer sehr gut, weil dadurch sicherst du dir auf jeden Fall die Begutachtung nochmal vor Ort, die deutlich erfolgsversprechender ist als die Begutachtung per Aktenlage, wie sie häufig im Widerspruch, zumindest in Berlin, stattfindet. Und also ich kann das ja mal aus meinem eigenen Nähkästchen, kann ich ja mal plaudern. Ich hatte im April letzten Jahres einen Antrag auf Pflegegrad gestellt und eine der schlimmsten Begutachtungen, die ich erlebt habe, also es gab eine einzige, die das noch toppen konnte, also eine sehr inkompetente Gutachterin habe ich da gehabt. Und da hatte ich dann am gleichen Tag auch, weil ich wusste, das wird nichts, habe ich am gleichen Tag noch einen Widerspruch und einen neuen Antrag gestellt. Und in dem Augenblick ist das Lustige, wenn ich jetzt mit diesem neuen Antrag Erfolg haben sollte, in dem Augenblick bekomme ich diesen neuen, also wenn dann Pflegegrad 1 oder 2 rauskommt, dann habe ich diesen Pflegegrad ab dem Beginn der alten Begutachtung. Und da wird es dann tatsächlich lustig, wie die Krankenkasse dann argumentieren möchte, dass ich zwar jetzt einen Pflegegrad habe, ab diesem Tag der Begutachtung, also ab dem Tag der alten Begutachtung, aber bei dieser Begutachtung dann trotzdem nicht der Pflegegrad 1 oder 2 ermittelt werden konnte. Und da haben die es dann tatsächlich super schwer vor Gericht. Und das ist so mein Traum, dass das dann nachher zum Erfolg führt. Und das kann man halt beliebig oft fortführen. Und in dem Augenblick hat man so einen Schneeball, Dominosteine. Und das, wenn man das dann beliebig häufig fortführt und immer am Tag der Begutachtung Widerspruch schon mal einlegt, beziehungsweise einfach einen neuen Antrag vor allem, der Widerspruch noch nicht, weil man muss der Bescheid muss erst kommen, aber den neuen Antrag auf Pflegegrad, Begutachtung oder Höherstufung mit der Begutachtung, also an dem Tag der Begutachtung. In dem Augenblick ist es tatsächlich dann überragend, weil irgendwann wird das klappen und dann fallen die ganzen Dominosteine hintereinander weg und in dem Augenblick habt ihr dann nachher den Pflegegrad rückwirkend ab eurem allerersten Antrag. Und das ist so ein bisschen das Ziel von mir zumindest. Behördenwahnsinn. Ja. Man hätte es auch einfach haben können. Also die hätten mir auch einfach eine gute Gutachterin schicken können. Und dann hätte ich dann den Pflegegrad 1 oder 2 bekommen. Und ja, so ist es dann halt leider nicht gelaufen. Aber es ist halt deren Problem. Dann haben die jetzt halt 5 oder 6 Begutachtungen, die sie durchführen müssen, plus ein paar Klageverfahren. Die liebe Sandra Ulig schreibt, schön, ich freue mich, dass du auch zuschaust. Durch die UN Behindertenrechtskonvention muss die Teilhabeeinschränkung beschrieben werden. Leider machen das viele Ärzte noch nicht. Sehr, sehr cooles Thema, auf das mich gerade auch eine andere Klientin aufmerksam gemacht hat, dass nämlich aus einer Einschränkung ja auch Problematiken im Alltag sich ergeben und auch die berücksichtigt werden müssen. Das heißt, dieser Gesamtumfang der Einschränkungen in deinem Alltag, der muss eigentlich auch zum Beispiel beim Grad der Behinderung berücksichtigt werden. Und da ist tatsächlich ein riesiges Potenzial, was man da hat, an Höherstufungen in Wirklichkeit. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooles Thema. Ja. Liebe Sandra, ich lade dich einfach mal zu meinem nächsten Live-Chat ein. Fände ich zu cool, wenn du dann dabei bist. Genau, ich schreibe dir gleich mal. Ja. So. Salomo, willst du noch ein paar ältere Kommentare einblenden? Wir haben hier zum Beispiel noch eine interessante Nachfrage. Ich weiß nicht, ich klicke da einfach rauf, ne? Dann erscheint die. Oder? Ja, probier mal. Oder kannst nur du das machen? Probier mal. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann nur er. Okay. 18.45 Uhr von Tanja@uvhill. 18.45 Uhr, wir reden hier zu viel. Genau. Ja.
Tanja schreibt, hi, wie lange darf die Krankenkasse sich Zeit lassen, um einen Bescheid zu erteilen, beziehungsweise um gegen einen Widerspruch einen Bescheid zu erteilen? Beim Hilfsmittelantrag, da weiß ich, dass die Krankenkasse 3 Wochen Zeit hat, ohne dass sie den MDK konsultiert hat. Und wenn sie den MDK konsultiert, kommt 2 Wochen hinzu. Das heißt, 5 Wochen insgesamt Zeit hat, um den Antrag zu bearbeiten. Und dann haben die 6 Monate Zeit, um den Widerspruch zu bearbeiten. Das ist tatsächlich eine super lange Frist. Und gerade so die Klassiker wie die TK nutzen diese Frist auch einfach erbarmungslos aus und bearbeiten den Fall einfach nicht, bis er dann kurz vor Ablauf dieser 6-Monats-Frist dann dem Widerspruchsausschuss gegeben wird, ohne dass noch viel gemacht wird. Also es ist die gleiche Ablehnung. Dazu gibt es aber noch weitere Fristen, und zwar über das Sozialgerichtsgesetz. Da gibt es die Frist beim Antrag 6 Monate, aber beim Widerspruch 3 Monate. Und das ist tatsächlich, also die erste Frist, die ich gerade genannt habe, diese 3 Wochen, 5 Wochen und 6 Monate, da entsteht, wenn man die Frist versäumt, die fiktive Genehmigung. Und bei der Frist von den 6 Monaten für den Antrag, aber 3 Monaten im Widerspruch, da kann man eine Untätigkeitsklage gegenüber der Krankenkasse einreichen, was die dann halt ein bisschen Geld kostet, stört die aber meistens gar nicht. Aber in dem Augenblick zwingt ein Gericht die Krankenkasse in dem Augenblick eine Entscheidung zu finden. Das sind die Fristen, die ich kenne. Ich glaube, das sind auch so die regulären Fristen. Außer, dass beim Pflegegradantrag noch eine kürzere Frist besteht. Aber beim Widerspruch ist das auf jeden Fall, glaube ich, diese 6-Monats-Frist. Und sonst, wenn man in Not ist, das eine ist immer das Gesetzliche, das andere ist, wie wichtig ist mir das? Wenn man gerade im Krankenhaus ist, machen die das sogar innerhalb weniger Tage. Das ist dann sehr dringend. Und sonst muss man darauf hinweisen. Es muss sofort eine Entscheidung treffen. Also ich hatte einmal den Fall, dass ich dann auch dort vor Ort erschienen bin, habe gesagt, wir brauchen aber diese Woche unbedingt die Begutachtung, weil es ist dringend, es geht dann auch in ein Pflegeheim und so weiter. Es ist sonst keiner mehr da, gesetzliche Betreuung dauert zu lange. Dieser Mensch ist hilflos, er ist alleine, er braucht jetzt eine sehr schnelle Unterstützung, und sonst muss der MDK sonst in Vorleistung treten oder irgendwie sowas, weil hier eine Notsituation ist. Und die muss man natürlich beschreiben. Aber das sind sehr seltene Fälle. Was ich damit sagen möchte ist, wenn es dringend ist, zeigt es auch. Also dann zeigt auch, es muss schnell was passieren, es ist dringend, es ist eine gewisse Not da. Wenn sie nicht da ist, dann ja, sollte man seine Rechte kennen und dann darauf beharren oder sie sich erstreiten. Ja. Hier haben wir einen sehr klassischen Kommentar nochmal von der Bejulis. Mein Vater vertuscht auch immer seine Probleme. Ganz, ganz typisch, gerade so für die älteren Menschen. Das ist super schwierig. Überhaupt, also auch gerade da Männer dann zum Arzt zu bringen, ist auch immer eine riesige Herausforderung. Also ganz lustig war es, ich war jetzt neulich im Schlaflabor und da hat ein Arzt dann gesagt, dass Männer häufig 20 Jahre dann zu spät die Behandlung über sich ergehen lassen. Und also 20 Jahre nach Auftreten der Erkrankung geht man dann auch mal zum Arzt. Genau. Ich habe jetzt hier gerade noch einen weiteren. Zum Beispiel, wenn ein älteres Pärchen zusammenlebt und beide sind schon gebrechlich, beide wären eindeutig ein Pflegegrad 3, ein sicherer Pflegegrad 3, weil die schon so alt sind, so eingeschränkt. Und oft trägt das die Familie dann einfach. Da hilft es manchmal, wenn einer von denen zumindest in Pflegegrad geht, dann sagt die Mutter oder die Ehefrau, sagt dann sowas wie, ja, ich mache erstmal bei dir, bevor ich bei mir mache. Das kann manchmal helfen und man muss die Unterstützung sehen, weil wenn man sich die jetzt nicht holt, ich sage immer lieber zu gesunden Zeiten, jetzt können wir uns Zeit nehmen, das ganze Jahr noch vorbereiten, ganz gemütlich schaffen wir das. Wenn nicht, ist es irgendwann so, dass du stürzt und dann musst du ins Pflegeheim. Weil dann geht es nicht mehr, dann verlierst du alles. Und das wollen wir ja gerade verhindern. Wir wollen ja, dass du hier am besten verstirbst, dass du die letzten Jahre hier in deinem Haus verbringst. Und das ist ein großer Luxus, für den muss man was tun. Da muss man auch mal drüber reden, das ist nicht so schön. Das geht auch oft nicht mit Familienmitgliedern. Die dürfen das nicht sagen. Da gibt es eine eigene Kommunikation, sage ich mal. Das muss ein Außenstehender sagen, ein Berater oder vielleicht ein Flyer. Da gibt es Hilfe, das hilft, das kann auch alles anonym sein. Und dann
ist man erst bereit, das anzunehmen. Sehr gut. Ich habe hier jetzt gerade noch jemanden, der sich dazuschalten möchte, eine Lydia. Aber hier steht, dass sie erst das Mikrofon oder die Kamera anschließen muss, bevor sie zum Stream hinzugefügt werden kann. Also ich würde dich gerne dazu holen, liebe Lydia, aber dafür brauche ich erst kurz dein Mikrofon und deine Kamera. Sag mal Bescheid, wenn du es gemacht hast. Kannst du ja kurz einen Kommentar schreiben. Ich würde mich dann schon mal verabschieden. Ich habe nämlich gleich noch einen Termin. Ja. War auf jeden Fall sehr, sehr schön mit euch. Ja, mit dir auch. Schön, dass du dabei warst. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jennifer, ja, dir alles Gute. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi, lass es dir gut gehen. Mit ihren 6 besten Freunden. Mindestens. Genau. Und ich bin nicht dabei. Ist ihr, glaube ich, gar nicht klar gewesen bislang, dass sie mich da einfach rausgelassen hat. Genau. Du stehst auf einer ganz anderen Liste. Eine VIP-Liste. Genau. So, die Christa schreibt, mein Widerspruch wurde erneut mit Pflegegrad 1 bestätigt, jedoch nur nach Aktenlage. Jetzt habe ich nochmal widersprochen. Genau, hier auf jeden Fall der Tipp, unbedingt zusammen mit dem Widerspruch auch gleich einen neuen Antrag stellen, weil dadurch stellst du halt sicher, dass da nochmal jemand rumkommt. Ein Widerspruch zu gewinnen ist halt meiner Erfahrung nach mega schwierig, wenn es nur nach Aktenlage passiert. Dann deckt der eine Gutachter den anderen. Genau. Ein Facharzt empfehle ich dir ganz stark. Also wir reden jetzt hier über Pflegegrad 1 oder 2 wahrscheinlich. Was ist die Einschränkung? Was ist die Erkrankung? Was ist dokumentiert? Was hast du für Beweise, für Belege? Es ist eigentlich traurig, das ist ein anderer Stream, eine andere Diskussion, warum das so schwer ist, seine Rechte in Deutschland zu kriegen. Deswegen glaub an dich, geh in dich, schau, was hat sozusagen gefehlt, du hast ja auch das Gutachten, was wurde alles nicht erkannt und einfach sich trauen. Also es gibt leider, und da habe ich ja auch ein Video zu gemacht, dass ich von so vielen Leuten gehört habe, ach Paul, beim ersten Mal wird doch alles abgelehnt, einfach in den Widerspruch gehen. Das ist aber für Menschen, die etwas haben, sehr verletzend. Das ist keine schöne Situation, sich dieser Begutachtung nochmal zu stellen, diesem Verhör, diesem fremden Menschen vielleicht in der Wohnung, bei dir jetzt nach Aktenlage, das ist auch nicht respektvoll und schön. Deswegen, lass dich davon nicht unterkriegen, das ist nämlich auch so systematisch gewollt, dass man die Leute madig macht. So, wenn du aufgibst, dann hat man sich Arbeit gespart, Zeit, ja, und Geld. Alles. Und Geld. Ja, und das steht dir zu. Also was viele vielleicht nicht wissen, es gibt so Durchschnittskrankheiten und so weiter und die Krankenkassen kriegen ja große Millionenbeträge und wenn sie diese an euch nicht weitergeben müssen, dann freuen die sich auch. Auch selbst wenn ihr einen Pflegegrad habt und ihr holt euch die Verhinderungspflege nicht oder die Nachbarschaftshilfe, das Geld bleibt bei den Krankenkassen. Das stört die nicht. Ja. Ich hatte da schon 2 Videos gemacht, wie krass die Gehaltsentwicklung in der Chefetage sowohl beim MDK als auch bei den Krankenkassen, gerade jetzt in den Krisenjahren, in den Corona-Krisenjahren, Gehaltserhöhungen sich dazu geschanzt haben. Also es ist schon sehr beeindruckend. Also wir reden da wirklich irgendwie von Hunderttausenden auf einmal, die da auf einmal dazukommen. Das ist tatsächlich... Genau. Und bei dieser Sache geht es nicht darum, wer wie viel Geld kriegt. Das ist alles irgendwo vielleicht begründet oder angemessen. Es geht aber darum, dass sehr oft wir uns schuldig fühlen. Wir kosten Geld, wir verbrauchen Steuergeld. Und der Richter, der mir gegenüber sitzt, macht sich aber einen einfachen Job und verdient das X-fache. Und das ist nicht ausgewogen. Also wir reden hier immer über eine Summe, aber auf meiner Seite ist es eine Belastung. Und auf der Seite des Vorstandsvorsitzenden ist das eine sehr schöne Entlastung. Das ist nicht ganz fair. Es ist ja der gleiche Geldschein. Darum geht es. Ja. Wir haben alle Rechte und auch gute Arbeit soll gut bezahlt sein. Aber dass wir uns schmutzig fühlen sollen oder eine für den Staatshaushalt verantwortlich sind oder es geht nicht, dass alle Geld kriegen, das ist nicht in Ordnung. Das sind alles Lügen und bitte fühlt euch da nicht schuldig. Ja, genau. Sehr gut gesagt. Guti. Ich schaue noch mal. Einmal hier nochmal. Ist es wahr, dass der MDK nicht mehr selbst bei dem Arzt Berichte anfordern kann? Ich glaube, das konnte der MDK noch nie, weil es ist ja das Arztgeheimnis, untersagt dem Arzt ja solche Informationen ohne deine Erlaubnis kundzutun. Das heißt,
Meine Empfehlung grundsätzlich auch gegenüber Gerichten handhabt Jennifer das zum Beispiel so, dass sie gegenüber den Gerichten gar nicht mehr diese Entbindung der Schweigepflicht unterschreibt, sondern die sagt, liebes Gericht, wenn du Fragen hast zu meiner Gesundheit, dann also und die Fragen gerne an meinen Arzt richten möchtest, dann sag mir die Fragen und ich kläre das mit meinem Arzt und der schickt dir dann den Brief. Dann entsteht zwar, dann entstehen Jennifer in dem Augenblick zwar Kosten, weil sie dann den Arztbrief selber bezahlen muss, wenn der Arzt dann hier einfach einen Stempel drunter macht. Aber in dem Augenblick hat sie halt die Hoheit über diesen Informationsfluss und stellt auch einfach sicher, dass der Arzt da nicht irgendwas reinschreibt, weil die haben häufig gar keine Ahnung, welche Auswirkungen auch dann ein einfacher Satz haben kann. Zum Beispiel war das jetzt bei meinem Dad der Fall. Da war der Arzt sich nicht sicher, also der Arzt wollte nicht bestätigen, dass mein Dad einen Rollstuhl bedienen kann, weil er sagte, der Mensch kommt hier irgendwie alle 2 Monate mal kurz in meine Praxis und ich kenne den ansonsten nicht weiter. Ich kann euch nicht bestätigen, dass er die ganze Zeit in der Lage ist, einen Rollstuhl zu bedienen. Und die Information nutzt die Krankenkasse gerade, um ihn zu einer MPU zu schicken und um ihm da mega die Steine in den Weg zu legen für einen Rollstuhl. Also da sollte man am besten immer den Daumen drauf haben und immer sagen, ich entscheide, was für eine Information dann an die Krankenkasse geht und niemand anderes. Genau. Habt auch keine Angst vor Gutachtern, die ihr selber bestellt. Also es gibt in jeder Stadt Gutachter, die von den Gerichten gerne eingesetzt werden, irgendwelche Fragen zu klären. Was für eine Erkrankung liegt vor? Ist sie heilbar? Bleibt das? Welche Einschränkungen hat man? Und diese Gutachter kann man selber oft auch beauftragen, auch mit wenig Geld. Also so ein Gutachten zu schreiben, das sind so ein paar Seiten, ein paar Fragen müssen ernsthaft beantwortet werden. Und das sind schon wenige 100 Euro, also manchmal sogar nur 180, 280 Euro für eine Stunde, wo sich der Arzt intensiv mit euch und der Gesamtthematik beschäftigt. Und das könnt ihr auch selber beauftragen. Und das ist oft, wenn man gar nichts hat, aber viel wert. Also man darf selber schauen, was geht, was möchte ich, wozu bin ich bereit, was kann ich geben. Ich finde, es ist eigentlich falsch, weil wenn zum Beispiel eine Sozialbehörde mich anschreibt und sagt, ich möchte wissen, ob sie einen Ernährungsmehrbedarf von ihrem Arzt brauchen, weil sie so dünn sind, dann wird das übernommen. Also diese Kosten übernimmt das Sozialamt sozusagen oder der Sozialträger, weil er verlangt eine schriftliche Stellungnahme vom Arzt. Wenn ich selber zum Arzt gehe, dann will der Arzt gerne die Kosten bei mir irgendwie sozusagen erstattet bekommen. Und das, ich kann ihn verstehen. Er muss da vielleicht 10 Minuten sitzen, eine halbe Stunde und was schreiben. Und oft frage ich aber gerne die Behörden, sie wollen Antworten vom Arzt. Sind sie auch mit den entstandenen Kosten der Beantwortung einverstanden? Dann wird es immer schon schwierig, weil das ist nämlich der Trick. Eigentlich müsste auch der MDK, wenn er nichts vorliegen hat, selber sich an den Arzt wenden. Das kostet aber Geld. Das versucht man zu vermeiden. Und das kostet eine Menge Geld, weil wenn die Behörden schreiben, dann kann der Arzt immer so schon 500 Euro abrechnen. Für so 7 Fragen zum Beispiel. Und das geht bei uns nicht so leicht. Da sind die Sätze anders. Und dann fangen die an, entweder zu bestätigen, okay, wir geben ihnen aber eine Höchstgrenze. Dann kriegt man das sogar erstattet. Oder sie wenden sich dann direkt an die Ärzte, weil sie dann sagen, okay, dann können wir uns auch gleich sparen. Aber das sind eher Ausnahmefällen, da muss man gut verhandeln. Das ist so aus meiner Erfahrung. Ich finde, diese Arztberichte müssten eigentlich immer irgendwie jemand anders bezahlen. Selbst arme Leute haben ja das Geld nicht, in vorauszugehen. Aber auch da sage ich euch, seht das als Investment. Wenn ihr hier vielleicht mal 15 Euro, mal 100 Euro ausgibt, das lohnt sich. Das lohnt sich, das wieder zurückzukriegen. Weil ein Schreiben, das geht nicht wieder weg. Das könnt ihr für viele andere Sachen einsetzen. Ja, sehr gut gesagt. Ich hatte jetzt hier vor, wir haben einen Gast. Ich weiß gar nicht, wie die liebe Lydia zu uns gekommen ist, aber ich würde jetzt gerne hören, liebe Lydia, was möchtest du uns mitteilen? Hallo? Wir hören dich klicken. Liebe Lydia, möchtest du uns was erzählen? Die Technik, ja. Okay, dann nehme ich dich wieder raus, okay? Genau, okay. Gut. Dann sind wieder wir beide da.
Schön, dass du dabei bist, lieber Paul. Ich freue mich voll. Danke, dass ich dabei Okay. sein darf. Ja, ach schön. Hier kommt dieselbe Person, die das erste Gutachten gemacht hat. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Problematik, wie ich finde. Wenn ihr mit dem Gutachten nicht einverstanden wart und dann Widerspruch eingelegt habt, dann darf meines Wissens nach diese Person gar nicht kommen. Ich würde den MDK da einfach auf den Fehler aufmerksam machen und darauf hinweisen, dass man auf jeden Fall sich einen anderen Gutachter wünscht, weil man ja mit der Begutachtung nicht einverstanden war. Genau, also ich würde das auch umdrehen. Begründen Sie bitte, warum der gleiche Gutachter kommen soll und dann darunter schreiben, ich kann diesen Menschen nicht nochmal vertrauen. Ich fühle mich von diesem verletzt, nicht verstanden, nicht erkannt und sehe nur, es ist sehr schwierig, dass eine erneute Begutachtung mit der gleichen Person möglich ist. So, also gar nicht jetzt weiter diskutieren, einfach zurückschreiben und dann mal auf die Antwort warten. Meistens läuft es dann ganz gut. Okay. Ja, du bist da immer noch sehr diplomatisch. Ich hätte direkt gesagt, nein. Das darf sich Sascha jetzt aussuchen, welchen Weg er geht. Ja. Ich hole jetzt nochmal die liebe Lydia hinzu. Hörst du uns jetzt? Jetzt Wir hören wir einen sehen schon mal ein Hund. Bild. Okay. Ich höre dich trotzdem nicht. Dann bist du jetzt schon wieder raus. Guti aus dem Stream Beim entfernen. nächsten Mal, vielleicht in den Einstellungen gucken beim Browser. Da gibt's, muss man so alles freigeben. Also ich benutze jetzt hier den Chrome und vielleicht beim Rechner noch etwas einstellen. Wenn man Ja. Apple-Geräte hat, da muss man das nochmal erlauben. Ja. Vielleicht klappt es ja gleich. Ja. Genau. Was kann ich tun, wenn Ärzte und Kliniken keine Zeit oder Lust haben, eine entsprechende Beurteilung zu formulieren? Sie einfach selber formulieren. Das wäre tatsächlich hier mein Rat. In dem Augenblick, wo der Arzt sagt, ich kann das gerade nicht, oder der Arzt lässt es halt liegen, weil die auch nicht so viel Geld, gerade wenn ein Gericht das anfordert oder halt das Sozialamt für wenn ihr einen Schwerbehindertenausweis beantragt habt, dann hat das die niedrigste Priorität für den Arzt, weil die we wenig Geld bekommen und weil es zeitaufwendig ist und die auch wirklich viel falsch machen können und wenig falsch machen wollen. Das heißt, es ist halt wirklich auch so ein Thema, was man dann einfach gerne lange vor sich herschiebt, formuliert es einfach selber und stellt es dann dem Arzt zur Verfügung. Alternativ kann man auch, gerade wenn jetzt für den Schwerbehindertenausweis da eine Stellungnahme eh schon angefragt wurde, kann man dem Arzt auch sagen, du, genau die gleiche Stellungnahme, die möchte ich zufällig auch nochmal haben. Ich möchte dich also damit auch nochmal beauftragen. Und in dem Augenblick kann der Arzt das gleiche Gutachten zweimal verkaufen und dadurch steigt dann auch direkt nochmal ein bisschen die Motivation. So ein Gutachten oder so ein Arztbrief relativ zügig zu bearbeiten. Diese Erfahrung machen wir sehr oft. Es gibt die schlechten Ärzte oder auch Therapeuten, die sich freuen, wenn sie dich treffen und wenn sie, sage ich mal, eine sehr angenehme, einfache Therapiestunde haben, aber du irgendwie seit 3 oder 5 Jahren dort Therapie machst und nichts bei rumkommt. Sobald man die dann fragt, sobald sie arbeiten müssen, kommt viel Ablehnung. Das sind schlechte Menschen, sage ich mal. Da empfehle ich eher von wegzugehen. Wir brauchen gute Leute und es kann auch sein, dass du vielleicht bei einem Neurologen nicht sofort einen Termin kriegst. Dann zeig einfach Einsatz, sei gut vorbereitet, ganz kurz auf einer halben A4-Seite, vielleicht nur 3 oder 4 Sätze schreiben, was das Problem ist und abends Ja. einfach bis 18 Uhr da sitzen und sonst im Auto und immer wieder hochkommen und sagen, ich brauche heute mit viel Respekt, mit viel Wertschätzung einen kurzen 5 Minuten Besprechungstermin. Jeder Arzt, der was von sich hält, wird sich dann schon Zeit nehmen und dich auch irgendwie begleiten. Und da muss man selber abwägen. Es gibt Ärzte, die sind gut für die eigene Gesundheit, aber die mögen das Schriftliche nicht. Da gibt es auch juristische Probleme. Dann lieber diesen Arzt behalten, weil er einem gut tut, gesundheitlich, aber der ist dann nicht so gut für das Schriftliche geeignet. Dann lieber Genau. jemand anders suchen. Also sei kreativ und überlege nach neuen Wegen, neue Ärzte. Es ist besser, was in der Hand zu haben oder es selber zu schreiben, als da gar nicht mit null reinzugehen. Dann kann man sich das lieber auch sparen. Genau. Also auch da, das wäre genau auch mein Tipp nochmal, einfach sich da gute Ärzte zu suchen, die einem dann auch wirklich gut tun und einem auch dann bei solchen problematischen Situationen zu unterstützen. Da ist auf jeden Fall die Bereitschaft vom Arzt auch viel wert.
Und sonst eine Stadt weitergehen. Also es lohnt sich. Ich habe auch jemanden begleitet, der sagte, ja, mein bester Arzt war irgendwie 600 Kilometer weiter. Da habe ich gesagt, das macht nichts, wenn der dir alles schreibt und der sich da am besten auskennt, dann machst du einen Tagesausflug, fährst dahin und der macht dir das fertig und du bist nochmal vor Ort. Hol dir das ab. Das hat er auch gemacht und es hat sich gelohnt. Also auch nicht zu gemütlich denken. Auch ich habe einen Spezialarzt auch in Berlin, da war ich jetzt noch nicht, immer nur remote, aber ich bin früher immer nach Hannover gefahren, also auch diese 300 Kilometer. Und das hat sich gelohnt. Also nicht zu gemütlich sein, dass man gleich den Dorfarzt um die Ecke haben will, sondern man braucht auch immer einen Spezialisten, ist besser als nur den Allgemeinmediziner. Ein bisschen was dafür tun. Und ihr habt ja Zeit, bereitet euch gut vor. Und wer das macht, gewinnt auch zu 80, 90% bei der ersten Begutachtung. Ja, genau, sehr gut. Guti. Der Gugnur schreibt, habt ihr Erfahrungen mit dem persönlichen Budget in der Pflege, also dass man die Pflegesachleistungen ausgezahlt bekommt und das Team, das einen pflegt, selbst zusammenstellt? Also das persönliche Budget ist ja, also ist ja ein relativ umfangreicher Bereich. Du meinst da jetzt wahrscheinlich dann so die persönliche Assistenz. Das ist ja ein Teil von dem persönlichen Budget. Und da kann der Geldbetrag ja sogar noch deutlich über diese Pflegesachleistungen hinausgehen. Aber das war es tatsächlich auch schon mit meinem Wissen. Also ist ein riesiges Thema, auch ein riesig geiles Thema und ich muss mich da auch unbedingt noch weiter reinarbeiten, weil es so viel Potenzial besitzt. Aber ich bin gerade noch, immer noch damit, seit 3 Jahren damit beschäftigt, mit Pflegegraden und Hilfsmitteln einfach das, was geht, herauszufinden. Und da kommt auch noch wirklich viel Cooles. Ich bin da gerade noch mal auf einem richtig heißen Trichter. Aber das ist gerade noch nicht ausgeschöpft, dieser Wissensbereich. Ja, du darfst Dann gerne was kann ich sagen. was Du kurz meldest dich dazu. so Ja, schön. genau, hier das Mail. Gognur, schöne Frage. Ich habe da auch mal in meiner Live-Sprechstunde drüber geredet. Ich habe eine Frau kennengelernt bei uns in der Region, die soziale Arbeit studiert hat oder Sozialrecht und die dann aber ein sehr krankes Kind bekommen hat, wo man ihr sogar geraten hat, es abzutreiben. Und dieses Kind lebt heute noch. Es ist, weiß ich nicht, 12, 14, sowas. Und sie hat genau das gemacht. Sie hat auch sehr stark dafür gekämpft, auch vor den Gerichten, dieses persönliche Budget zu bekommen. Und sie ist da Expertin ihres Fachs. Ich werde, wenn du mir einen Kommentar noch da lässt, suche ich dir die Adresse von ihr raus. Und sie lebt so, dass sie sagt, mein Kind braucht eine rund um die Uhr Betreuung. Also das Kind ist geistig eingeschränkt. Und es würde zum Beispiel auf den See zulaufen und ertrinken. Es versteht das Ganze nicht. Also es muss so rund um die Uhr jemand da sein, weil das Kind sich sonst innerhalb kürzester Zeit verletzt oder in Gefahr bringt. Und da hat sie gesagt, ich möchte das als Mutter nicht tragen. Ich habe ein eigenes Leben. Ich möchte Mutter sein. Und sie ist ganz, ganz stark da. Sie hält selber Vorträge und ich habe viel von ihr gelernt. Und sie sagt, ich habe ein System aufgebaut aus der eigenen Not heraus, wo eine rund um die Uhr Betreuung da ist. Und sie bekommt 50.000 oder 58.000 monatlich, die sie sozusagen als Arbeitgeberin verteilt. Sie hat Personal ausgebildet, wo sie auch einen Arbeitsvertrag gemacht hat, die rund um die Uhr da sind. Und zum Beispiel, sie erzählt das so schön, wenn sie zusammen grillen mit Freunden oder Nachbarn, dann möchte sie Mutter sein. Und als Mutter sitzt du auch neben deinem Kind oder gehst auch mal mit den Freunden spazieren, weil die Hunde gerade Gassi gehen müssen. Und da ist immer jemand da, der sich um das Kind kümmert. Also eine rund um die Uhr professionelle Betreuung, eine Assistenz sozusagen. Und da sind Menschen, die über Jahrzehnte jetzt dabei sind und richtig gut verdienen, weil die müssen sich, die brauchen auch Urlaubstage, die müssen sich auch in Krankheitsfällen abmelden und dann muss jemand einspringen und das hat sie aufgebaut für sich selber und aus diesem Wissen heraus hat sie einen Verein gegründet. Und wenn dich das weiter interessiert, dann darfst du mir gerne noch mal schreiben, dann suche ich dir die Adresse raus und du kannst mit ihr telefonieren, weil sie da sehr, sehr gut ist. Sie bildet mittlerweile die Leute aus und da geht es auch um große Summen, auch in die Rentenkasse einzuzahlen und Versicherungen und was da alles dazugehört. Sie bildet sogar diese Leute aus, die dann festangestellt bei anderen werden. Sie macht alles. Sie ist Expertin. Wenn dich das Thema interessiert, ganz spannender Bereich, lohnt sich. Vor allem, wenn es langfristig um eine Erkrankung, um eine Einschränkung geht, kann das sehr viel Lebensqualität sein. Und sie ist Mutter. Dadurch, dass sie sich ein System aufgebaut hat drumherum, kann sie Mutter sein und ist nicht Pflegeperson. Schön. Genau.
Also wir haben hier in Berlin auch tatsächlich da einen sehr, sehr coolen Verein, aber ich vergesse immer wieder den Namen. Ich habe es gerade nochmal schnell parallel versucht zu googeln, aber finde ihn gerade nicht. Aber da werde ich werde mir den auf jeden Fall nochmal abspeichern und dann das nächste Mal auch wieder parat haben. Genau. Also die Frage vielleicht mit dem persönlichen Budget oder der persönlichen Assistenz unbedingt gerne nochmal stellen. Nächstes Mal sind wir da ein bisschen besser drauf vorbereitet. Genau. Guti, nehmen wir mal den nächsten Kommentar. BT fragt: Hallo ihr drei, wäre es vielleicht auch hilfreich, das Thema Pflegegeld in Verbindung mit einem P-Konto zu erläutern? Ja, allerdings, Pflegegeld ist nicht pfändbar. Das heißt, es ist völlig egal, ob du ein P-Konto hast oder nicht. Das Pflegegeld, egal ob es beim Pflegebedürftigen oder bei der Pflegeperson ist, es ist nicht pfändbar und in dem Augenblick ist es sicher, egal ob du ein P-Konto hast oder nicht. Da gibt es Ich kann da tatsächlich ein noch. relativ aktuelles Gerichtsurteil zu, ne? Genau, sogar, ich glaube, bei uns aus Oldenburg. Ich kann da sogar noch etwas hinzufügen. Also, du hast dann die Möglichkeit, dein P-Konto zu erhöhen. Ich glaube, bei mir ist das irgendwie 1,6 oder sowas. Ich habe das auch gemacht. Da kommen einfach so Gelder rein, die muss ich dann weiterverteilen. Ja, ist ganz nett, aber das funktioniert auch sehr einfach. Also, einfach machen. Man holt sich dann irgendwo bei der Behörde so einen Schein raus, die gucken einmal drüber, aha, das sind wirklich Pflegegeldleistungen und die sagen dann eine Summe. Und dieses Zertifikat oder diese Urkunde schickt man dann an die Bank und die erhöht dann den Betrag einfach für 3 Jahre. Und was auch nochmal, was Salomo so schön gesagt hat, selbst wenn du jetzt dieses Pflegegeld an jemanden anderes weitergibst, also selbst wenn du irgendwie Schulden hast oder beim Amt lebst, da geht ja bei dir sowieso keiner ran, aber du gibst das jetzt zum Beispiel deiner Mutter. Und deine Mutter hat aber selber Geldschulden. Selbst dann darf da keiner an das Pflegegeld ran. Egal, ob sie arbeitet oder wieder beim Jobcenter ist oder sowas, weil diese Anerkennung möchte der Staat lassen. Deine Mutter pflegt dich sozusagen, ich konstruiere das jetzt mal, und du gibst ihr das Pflegegeld dafür. Und selbst dann ist es pfändungssicher, pfändungsfrei. Genau. Also nicht nur für dich, sondern auch für den, der es erhält am Ende. Genau, sehr gut. Guti, die nächste Frage. Ich wollte gerne von meinem ersten Pflegeantrag aktuelle Befunde meiner verschiedenen Ärzte, in denen die verschiedenen Einschränkungen gemäß der verschiedenen Modulpunkte der Pflegebegutachtung. Sie schreiben gerne auf Anträge des MD. Auf Anfrage des MD geht das, kann ich sagen, bei der Begutachtung, dass sich passende Befunde bei den Ärzten vom MD eingeholt werden können. Also ich habe die Erfahrung gemacht, also die GKV-Richtlinien sehen es tatsächlich vor, dass bei Fragen zu den Diagnosen ein Facharzt konsultiert werden muss. Ich habe aber noch keinen einzigen MDK-Gutachter getroffen, der sich an diese Regelung gehalten hat und der tatsächlich so eine Anfrage bei den Ärzten gemacht hat. Ich kann nur davon abraten, sich darauf auszuruhen, weil es natürlich irgendwie auch eine gemütliche Möglichkeit ist, einfach zu sagen, da liegen die Berichte, hol sie dir, wenn du sie brauchst, weil am Ende bist du in der Beweispflicht und du musst dem MDK ja beweisen, ist ja leider so, dass du pflegebedürftig bist und darum brauchst du für diese Beweise diese Arztbriefe. Ganz schwierige Situation. Und zwar, wir müssen das irgendwie, wir brauchen was, wir brauchen Urkunden, wir brauchen Nachweise. Und den größten Fehler, den man machen kann, ist sozusagen zum Arzt hinzugehen mit so einer riesen Mappe und sagen, hier, lies dich da mal durch, schreib das alles ab und gib mir das noch innerhalb von 14 Tagen. Dieser so, sage ich mal, respektlos zum Arzt hinzugehen und ihm Arbeit zu verschaffen, ist nicht so schön, vor allem, weil wir das ja nicht bezahlen. Der Arzt kann nicht so viel bei uns abrechnen und es ist schwierig. Deswegen, wenn wir das gut kurz zusammenfassen, selbst wenn er uns nur eine Seite gibt mit ein paar Sätzen, ist das mehr wert, als hätte er die ganzen Module begründet. Das können wir von dem Arzt nicht verlangen, vor allem wenn es umsonst sein soll. Also der hat ja auch viele Patienten am Tag und es ist wirklich schwierig, da was zu bekommen. Und deswegen empfehle ich auch lieber, einen neuen Arzt aufzusuchen, jemand Neues kennenzulernen oder zu schauen, was geht. Selbst wenn man einen konservativen Arzt hat, vielleicht zu gucken, was hat er die letzten Monate geschrieben, die Arztberichte. Vielleicht finde ich da ein paar Wörter, ein paar Informationen. Das ist besser als nichts. Aber ich verstehe dich, was du da beschreibst, wie schwer es ist. Und Salomo kennt das auch und beschreibt das gerade so gut.
In diesem See müssen wir schwimmen, wir müssen zurechtkommen, wir wollen etwas erreichen. Das sind schon größere Summen, das sind am Ende 5.000, 6.000 Euro jährlich. Ja, wie wir da hinkommen, bleibt leider unser Risiko, uns überlassen. Dass die das machen, ist sehr unwahrscheinlich von sich aus. Du darfst dir nochmal vorstellen, wenn der MDK bei dir in der Küche sitzt und die Akte aufschlägt, seinen Computer hochfährt und sich einloggt, in dem Moment sieht er meistens, so ich sag mal 80%, wer du überhaupt bist, was überhaupt der Fall ist. Das heißt, der hat vorher nichts gemacht. In ganz, ganz seltenen Fällen, in schwierigen Situationen, Pflegegrad, wo man schon weiß, das wird Pflegegrad 4 und 5 oder sogar noch mehr, also noch komplexer, kriegen Sie eine Stunde vorher als Vorbereitung, weil das auch schwierig ist von der Wortwahl, aber sonst nicht. Das heißt, glaub nicht, dass da irgendwas vorher gemacht wird. Der hat am Tag 3 bis 5 Begutachtungen und der wird auch eigentlich, wenn er das Notebook wieder zuklappt, ist das schon abgeschickt. Vielleicht formuliert er das noch mal ein bisschen im Auto anders oder so. Aber Ja. glaube nicht, dass der andere deinen Job macht oder dir irgendwie hilft. Der macht so, wenn du wenig machst, dann freut er sich, weil er noch weniger machen muss. Ja, dann ist er bei dir innerhalb von einer halben Stunde fertig, hat halt Ja. kurz gefragt, was du so hast und hat nichts festgestellt, wo du einen Unterstützungsbedarf hast, weil du nichts belegen kannst und dann ist er wieder weg und dann wird es die 0 oder die 1. Die Ja, traurige wo es vielleicht Wahrheit, wieder lernen genauso ist kann. es, ja. Genau, also unbedingt die Arztbriefe selber organisieren. Ja. Gut, kommen wir mal zur nächsten Frage. BT fragt, die Bank benötigt, trotz dass ein zweckgebundenes Sozialleistung ist, ein P-Konto, eine Bescheinigung. Genau, die Bescheinigung, die ist auf jeden Fall weiter notwendig. Aber die bekommst du halt mit der Begründung, dass es sich dabei um Pflegegeld handelt. Genau. Genau, die normale Bescheinigung kriegst du einfach mit der normalen Summe. Ich glaube, das ist irgendwas mit einem Pfändungsbetrag oder so. 1200, 1300 Euro. Und da du Genau. zum Beispiel zu so einer Schuldnerberatung gehst, die stellen das nämlich kostenlos aus, die sehen dann, aha, also du kriegst auch noch Pflegegeld und das wird dann obendrauf gerechnet. Und dann kommt halt eine neue Summe bei raus. Und diese Unterlage schickst du zur Bank. Also das ist eigentlich ein sehr einfacher Fall. Einfach mutig sein, mach es einfach mal, aber du weißt ja auch schon gut Bescheid. Genau. Der liebe Ömer hat voll die spannende Frage, weil er hier das SGB 12 mit reinbringt. Wie sieht es beim SGB 12 Hilfe zur Pflege bei Pflegegrad 3 mit dem Entlastungsbetrag und der Veränderungspflege aus? Steht es einem zu? Also, wenn du einen Pflegegrad hast, ich glaube, das ist das SGB 12, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich bringe die Zahlen immer durcheinander. Der liebe Paul recherchiert mal kurz. Ich muss Genau. auch immer gucken, Aber genau. auf jeden Fall, sobald du einen Pflegegrad hast, steht dir der Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro pro Monat zu, plus die Verhinderungspflege. Und der Nachbarschaftshelfer, der die 125 Euro abrechnen darf, der darf auch die Verhinderungspflege abrechnen, allerdings zu unterschiedlichen Stundenlöhnen. Wir sind sozusagen beim Sozialamt, beim SGB 12. Das sind Menschen, die irgendwie nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, Ach so, eingeschränkt okay. sind oder was auch immer. Das kann auch Ja. jetzt eine alleinerziehende Mutter sein, weil sie sich um das Kind sorgt, aber es kann auch jemand, der gesundheitlich eingeschränkt ist. Und da gibt es nochmal so Besonderheiten. Da kann es sein, dass die Pflegeleistung sozusagen durch den Sozialträger erbracht wird. Müsste ich jetzt ausschweifen, ganz kompliziert, kenne mich aber auch nicht so super aus. Und es ist aber so, dass es immer gleich ist. Also das, was wir von der Pflegeversicherung bekommen, von der Krankenversicherung, das ist eins zu eins so beim Sozialamt. Das ist nur, man schreibt dort den Antrag, man kriegt dort das Geld. Man muss das mit denen besprechen, wie wollen sie das haben, welche Formulare haben sie. Aber die Beträge, die Sätze sind identisch. Es ist nur ein anderer Geldtopf. Genau. Kenne mich jetzt gar nicht so gut damit aus, wie das dann aussieht, wenn man das vielleicht schon im Voraus dann gezahlt hat, weil man dann irgendwie 200 Euro pro Monat für die Verhinderungspflege dann jemandem gegeben hat und man dann diesen großen Betrag von 2.400 Euro erstattet bekommt. Aber eigentlich ist das dann auch ein Schadensersatz, weil man das ja schon weggegeben hat, das Geld im Vorfeld, sodass es eigentlich auch unangetastet bleiben müsste, oder? Lieber Paul? Behörden sind da,
immer noch ein bisschen strenger. Die wollen keine Fehler machen, weil sonst der Sachbearbeiter sozusagen Steuergeld rausgegeben hat, was er nicht hätte tun müssen. Da ist man immer sehr, sehr vorsichtig. Deswegen werden sie euch sehr viel erzählen, wie zum Beispiel, ja, schießen Sie das selber von Ihrem eigenen Geld erstmal im Voraus, bringen Sie uns die Rechnung und dann überweisen wir Ihnen das irgendwann, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Und das ist doof. Da gar nicht mit denen reden, alles schriftlich machen. Ich möchte diesen Betrag im Voraus halten. Und da muss man ein bisschen abwägen. Was ist wirklich am Ende einfacher? Auch für die Person, die die Verhinderungspflege durchführt. Ist es einfacher, dass diese Person vielleicht auch einen Monat wartet und dafür dann ihr Geld kriegt, direkt vom Sozialträger? Oder ist es mir wichtig, dass ich das jetzt mir schon im Voraus hole, und dann weitergebe? Das muss man ein bisschen abwägen, wie viel macht die Behörde mit, wie ist man selber mit der Bürokratie, wie schnell sind die und so weiter. Individuell, aber man hat das Recht dazu. Ihr habt das Recht, wenn ihr nur so wenig Geld habt, eine Vorschussleistung zu bekommen. Man könnte auch sagen, vielleicht, liebe Sozialamt, gib mir mal einmaligen Darlehen von, ich sag mal, 500 Euro. Das bezahle ich dann über ein Jahr wieder zurück. Aber diese 500 Euro kriege ich jetzt einmalig und dann rotieren wir sozusagen. Also ich gehe jetzt schon einmal in Vorleistung und hole mir das dann immer bei euch wieder. Also man kann da Genau. kreativ sein und so irgendwie gucken. Ja, und dann geht Genau. auch, Aber dann kriegt man sozusagen nur einmalig ein Darlehen, mit dem arbeitet man dann und dann holt man sich das immer zurück, vom Amt. Also da muss man schauen, was willst auch du? Wir können hier immer Lösung sagen. Mir ist es immer sehr wichtig, was passt zu dir, ne? Welcher Weg ist deiner, den du gehen willst? Aber also, um es ganz kurz zu sagen, es steht dir auf jeden Fall zu. Das ändert sich. Also dein Anspruch ändert sich nicht dadurch, ob du jetzt Bürgergeld oder Sozialleistungen oder sogar noch im Berufsleben stehst. Ja, Ändert und sich da keiner gar kann nichts. verlangen von diesem kleinen Taschengeld, ich glaube, jetzt sind es ja 500 Euro, dass du da jetzt irgendwie mit 200 Euro in Vorleistung gehst, weil du deine Pflege irgendwie oder die Verhinderungspflege schon bezahlen sollst und dann 2 Monate vielleicht wartest. Das geht nicht. Das geht langfristig nicht. Du brauchst das Geld für Kleidung, für Essen, für andere Dinge. Sonst gehst du selber unter. Und das auch einfach schreiben. Schreib sonst einfach, wenn ihr etwas nicht wisst, habe ich Sie richtig verstanden, liebes Sozialamt? Ich soll also aus meinem eigenen Geld das Geld nehmen, einsetzen und dadurch dann auf meinen Grundbedarf, auf mein Existenzminimum verzichten. Bestätigen Sie mir das bitte, wenn Sie das so wollen. Weil mein Vorschlag wäre gewesen, dass Sie mir ein Darlehen geben oder dass Sie das jetzt vielleicht vorauszahlen. Irgendwie so. Alternativ kann man natürlich auch immer eine Abtretungserklärung einfach mit dem Menschen dann vereinbaren, der dann die Veränderungspflege und den Entlastungsbetrag, also die Nachbarschaftshilfe, leistet. Das heißt, da lässt man einfach sich unterschreiben, dass die Leistung erbracht wurde und gibt dann gegenüber dem Sozialamt oder der Pflegekasse eine Abtretungserklärung. Und in dem Augenblick überweisen die dem Menschen, dass der die Leistung erbracht hat. Dann hat man da gar nichts mit zu tun mit der Schuld und der Zahlungsverpflichtung. Genau, damit macht man es sich besonders einfach. Das ist der sehr elegante Weg. Ja. Schön. Besonders einfach und vor allem, es treten auch keine großen Fragen in dem Augenblick auf, ne? Sondern es Genau. ist irgendwie alles klar und eindeutig und die Leistung ist auch schon erbracht worden, weil das ist ja die größte Sorge der Leistungsträger, dass sie danach für eine Leistung Geld zur Verfügung gestellt haben, die noch nicht erbracht wurde. Und darum ist das ein sehr eleganter Weg. Schön gesagt. Die liebe Sandra hat noch eine schöne Ergänzung zu unserer ganzen Arztbrief-Thematik, ein Tagebuch schreiben, um das Ganze zu belegen. Das wurde mir tatsächlich auch schon von mehreren Klienten empfohlen, dass man da zum Beispiel ein Schmerztagebuch schreibt und dann, wenn man dann zum Beispiel ein neues Hilfsmittel ausprobiert, das dann auch, also diesen Zeitraum dann auch besonders herausarbeitet, wie man da dann weniger Medikamente nehmen musste oder weniger Schmerzen hatte oder irgendwie seinen Alltag besser geregelt bekam und das Ganze in einem Tagebuch erfassen. Das ist tatsächlich dann auch vor Gericht ein sehr schöner zusätzlicher Beweis, der dann die ärztliche Argumentation auch nochmal untermauert. Genau. Genau. Kommt kaum hinterher mit den ganzen Kommentaren. Ich freue mich schön, dass gerade so viele so aktiv dabei sind. Das ist sehr, sehr cool. Dank euch wurde mir Veränderungspflege für 4 Jahre rückwirkend gezahlt. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr geil. Das ist ein ganzer Haufen Geld. 2.400 Euro mal 4 kann sich hier mal kurz jeder ausrechnen, wie viel Geld das ist. Macht
weiter mit solchen Tipps, denn von den Behörden bekommt man keine Informationen. Ja, das ist leider so. Genau. Weil sie ansonsten für 4 Jahre rückwirkend Veränderungspflege zahlen müssen. Genau. Das Geld war anders verbucht. Jetzt muss man schauen. Genau. Das ist zum Beispiel, Gambit, schön, dass du uns das auch berichtest. Normalerweise habe ich in meiner Region vielleicht 1 oder 2 Menschen im Jahr, die ich mal so kennenlerne, wo das dann möglich ist. Durch das Internet können wir euch erreichen und dann Hunderte stellen das fest und reichen einfach die Unterlagen nach und dürfen sich über das Weihnachtsgeschenk sehr freuen. Ja. Genau. Also, toll, lieber, dass du das gemacht hast. Lieber Gambit, wenn du jetzt sagst, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit dem Geld, dann habe ich hier direkt einen Vorschlag für dich. Sekunde. Und zwar haben wir hier ein... Warte mal, sieht man das jetzt gut? Achso, nee, warte, ich habe den Bildschirm noch nicht so auf. Hier, jetzt muss ich das hier einfach kurz wechseln. Und zwar haben wir hier eine Spendenaktion gerade am Laufen, wo wir für Menschen, die einen Rollstuhl beantragt haben... Ach, warte, das ist jetzt die falsche Datei, aber egal. Wir haben da jetzt gerade eine Spendenaktion am Laufen für Menschen, die einen Rollstuhl beantragt haben, einen hochwertigen Rollstuhl mit Höhenverstellung, weil sie selber nicht aus der niedrigen Sitzposition aufstehen können. Und die Krankenkasse, die macht sich gerade bequem und also unter anderem halt die Techniker-Krankenkasse und die Barmer, über die ich ja auch schon Schimpfvideos veröffentlicht habe, die lassen sich da gerade unfassbar viel Zeit und versorgen diese Menschen halt nicht mit den Rollstühlen. Und das Ganze läuft wahrscheinlich jetzt gerade auf 2 Klagen hinaus, sodass wir da wirklich irgendwie 3 Jahre warten müssen, wenn das Eilverfahren nicht gut läuft, da wo wir parallel begleiten. Also wenn du dich da gerne erkenntlich zeigen möchtest, das findest du auf unserer Webseite. Das ist der sozialrat.jimdofree.com ist die Webseite. Da würde ich mich freuen, wenn du da was da lassen könntest. Da möchte ich auch für Werbung machen, lieber Gambit. Geh in dich. Es war sicherlich ein schöner Moment, als das ganze Geld aufs Konto kam. Und wenn du da bereit bist, eine eigene Summe, die für dich in Ordnung ist, womit du gut schlafen kannst, da zu überweisen, dann gibst du Liebe weiter und Unterstützung für andere Menschen, die das sehr zu schätzen wissen. Genau. Ja, es ist tatsächlich völlig überraschend. Also in dem Spendentext berichte ich noch davon, dass 3 Menschen gerade auf diesen Rollstuhl warten. Und völlig überraschend hat jetzt einer tatsächlich, also so ein krasser Erfolg. Ihr müsst euch vorstellen, den haben wir begleitet. Da hatte der Pflegegrad 3, obwohl er halt wirklich überhaupt nicht gut klarkam. Der hatte einen kleinen manuellen Rollstuhl, der ihm krasse Schmerzen bereitet hat und auch darüber hinaus. Der konnte den gar nicht richtig nutzen. Und war komplett immobil ansonsten. Und jetzt auf einmal hat er für zu Hause einen Rollstuhl bekommen. Jetzt hat er einen E-Rollstuhl, also genau den E-Rollstuhl, den er schon seit über einem Jahr beantragt hat, den hat er jetzt bekommen. Und er hat den Pflegegrad 4 bekommen. Also der ist gerade so geil ausgestattet, sodass aktuell nur noch 2 unserer Klienten auf genau so einen Rollstuhl warten und genau so einen Rollstuhl gerade benötigen würden. Da habe ich mich sehr gefreut. Also wenn man da auf einmal dann so einen Erfolg hat, dass so ein Klient auf einmal so krass versorgt ist auf einmal. Auf einmal geht es ihm gut, weißt du? So, das war sehr, sehr schön. Also es ist genug Geld da und jeder, der sich auskennt, jeder Anwalt, jeder, der mit Paragraphen zu tun hat, jeder Beamte bekommt auch überdurchschnittlich oft und schnell sein Recht. Es ist halt so, dass die Leute, die sich da nicht vorbereiten, die sich nicht auskennen, die denken, ey, ich habe doch mein ganzes Leben lang in die Rentenkasse eingezahlt, der Staat wird sich doch später gut um mich kümmern. Die täuschen sich dann oder die irren sich oder sind dann auch sehr verletzt. Die fallen vom Glauben. Und so ist das auch mit der Pflegesituation. Es ist halt genug Geld da, es sind alle Geräte da, es ist alles da, man will es nur nicht so gerne geben. Das hat so was mit der Kultur. Und ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile viele Behörden sagen, noch ein bisschen strenger geworden sind, da wo man früher gesagt hat, ja, der erste Antrag wird abgelehnt, am liebsten da, wo man nicht vorbereitet ist, die Leute, die nicht unsere Kanäle gucken, dass man da mittlerweile schon sagt, ja, dann zwing uns doch, dir das zu geben. Und zwar, du musst es dir einklagen. Also erst, wenn das Gericht sagt, bitte Rollstuhl geben, das ist doch eindeutig, schämlich, dann machen sie es. Aber vorher halt nicht. Und das ist
Es ist nicht so schlimm, aber bei den Fällen, wo es so eindeutig ist, wo es um so viel Lebensqualität und so viel Belastung und Entlastung bei diesen Menschen geht, da ist das so schmerzhaft für uns, das mitzusehen, dass die einfach zumachen und sagen, nö, lass mal. Ja, genau. Das regt uns dann auf. Also, ja, aber ich freue mich voll, lieber Gambit, mega, dass du das gepackt hast. Das ist unfassbar cool und Ja. wirklich sehr schön. Ich freue mich sehr für dich. Auf einmal ist man reich, ne? Also so völlig aus. Da hast du ein YouTube-Video geguckt und auf einmal bist du reich. Wir könnten so wie der Ja, Jan genau. Böhmermann, ja, einfach mal ein bisschen Business machen. Jetzt gerade hier die Business-Coaches parodiert hat. Ich weiß nicht, ob du das Ach, gesehen hast. ja. Genau. Ja. Im Prinzip sind wir das. Einfach ein bisschen Veränderungspflege abrechnen. Schön. Genau. Der liebe Christa, die liebe Christa hat gesagt, Rollator wegen Sturzgefahr nach OP, QM, also nach OP im Ohr, achso, im Ohr, ich dachte schon Quadratmeter, Ja. Quadratmeter Ohr, das ist ein großes Ohr, das Gleichgewichtsorgan linkes musste entfernt werden, ja, genau, da auf jeden Fall dann die Sturzgefahr, damit, ich habe das, wenn du vielleicht dabei warst, ansonsten vielleicht einfach den Stream nochmal kurz zurücksetzen, da habe ich erklärt, dass man durchaus den Pflegegrad 2 mit einer Sturzgefahr bereits argumentieren kann. Dass es also relativ problemlos geht. Meine Lieblingsdiagnosen sind tatsächlich immer die Sturzgefahr und die Schluckstörung. Und mit der Kombination kriegt man sogar relativ leicht den Pflegegrad 3. Weil man durch die Schluckstörung halt Begleitung beim Essen braucht und bei der Tablettennahme und auch beim Zähneputzen, weil man sich ja dauernd verschlucken könnte und dann erstickt. Genau, also Sturzgefahr und Schluckstörung ist super. Die liebe Sandra Ulig hat noch geschrieben. Und bei Traumafolgestörungen immer auf einen entsprechend qualifizierten Gutachter bestehen. Auch MD und Richter müssen sich an Medizinrecht halten. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr cooler Tipp. Das hatte Jennifers Mom tatsächlich dann irgendwann mal erzählt. Also Jennifer war ja eine ganze Zeit dann mit der Unterstützung ihrer Eltern gar nicht so in diesem MDK-Thema und so. Und da hat die Mama erzählt, dass sie regelmäßig ihr MDK-Gutachter nach Hause geschickt hat. Also die erste Frage war, kennen Sie sich mit der Erkrankung aus? Und wenn dann Nein kam, dann war das Gespräch beendet, weil inkompetentes Personal quasi vorbeigeschickt wurde. Das heißt, die haben sich halt im Vorfeld erstmal in die Problematik der spinalen Muskelatrophie einzulesen, bevor sie dann die Begutachtung durchführen dürfen. Fand ich immer sehr cool. Also mit was für einem Selbstbewusstsein sie das da auch gesagt hat. Ja. Und das sind diese ganzen Sachen, also auch wer jetzt noch zuschaut, man muss seine Rechte kennen. Und das ist, finde ich, schade. Ich finde es schade, dass nicht die andere Seite fragt, mitmacht, sozusagen uns das Recht gibt oder da ein bisschen unterstützend ist, sondern das sind wie so kleine geheime Tricks, die muss man wissen, die muss man kennen, da muss man recherchieren und die muss man sich dann ermöglichen. Und dann kriegt man auch sein Recht, also auch ganz gut. Ich finde es halt schade, dass man sozusagen, als hätte man ein Rätsel vorher zu lösen. Genau. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Fragen oder so. Also ich würde die 2 Stunden voll machen, lieber Paul, und dann entlasse ich dich auch in deinen Feierabend. Alles cool. Es Macht war ja Spaß. doch auch voll spontan. Genau. Ach so, die Frage hatten wir gerade schon. Ein Facebook-User fragt, war toll, auch wenn ich schon Pflegekraft habe, kann aber so vieles weitergeben. Viele Grüße aus BSA. Okay, da haben wir den nächsten aus Bad Soden-Allendorf, der da in der gleichen Klinik ist wie Jennifer. Das ist da die Schön. Abkürzung BSA. Schön. Genau. Danke für deine Grüße. Schön, du bist immer noch so höflich und das ist so dieses ADHS, das ist so, okay, da habe ich jetzt gerade nichts weiter konstruktiv so beizutragen, dann bin ich raus. Dann Bei schön, mir dass kommt wir die uns das Wertschätzung ergänzen. an. Ich wohne ja Ja. noch weiter weg als du jetzt Ja. wahrscheinlich Ja. und die kommt trotzdem auch hier an. Ja. Ja. Nee, ich glaube, du bist dichter dran. BSA ist Kassel. Und ich bin in Berlin. Du weißt ja gar nicht, wo ich jetzt gerade bin. Ach so, ja, das ist richtig. Das ist. Für mich bist du immer in Oldenburg. Ja, okay. Genau, was haben wir hier sonst noch? Der
Lorenz Lorenz schreibt, mein Orthopäde meinte, er schreibt keine Berichte. Finde ich ganz spannend, dass jetzt gerade so eine Problematik mit den Arztbriefen hier so omnipräsent irgendwie ist, dass da jeder irgendwie nochmal so seine Schwierigkeiten mitzugibt. Also habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen bislang, dass das so ein großes Thema ist. Mein Orthopäde meinte, er schreibt keine Berichte. Genau, dann schreib du doch die Berichte für ihn und dann soll er nur eine Unterschrift runter machen. Das ist ja gar kein Problem. Also wenn er das so sagt, dann sagst du, ja, na klar, mache ich für dich. Und in dem Augenblick bekommst du dann genau das von deinem Orthopäden unterzeichnet, was du haben möchtest. Und das ist eigentlich noch besser. Also mit meiner Ergotherapie mache ich das genau so, dass ich denen da dauernd alles vorschreibe und die dann nur ihren Willi darunter setzen. Genau, es ist genau dieses Problem, was viele haben, dass wir eine Einschränkung haben und viele sagen, oh, diesen Papierkram, dieses Schriftliche, damit möchte ich nichts zu tun haben. Nachher muss ich noch haften, nachher habe ich irgendwas falsch gemacht. Also die haben eher Angst davor oder auch nicht die Zeit für diese Arbeit. Und ja. Dann muss man schauen, ist das ein guter Orthopäde, der dir gesundheitlich hilft, dann behalt ihn. Und sonst, vielleicht findest du einen anderen Orthopäden, der was dazu schreiben würde, selbst wenn du nur einmal bei ihm warst. Und genauso wie Salomo das gerade beschrieben hat, schreib es selber auf, lass dir das notieren, wenn er damit einverstanden ist. Ja? Ich weiß, es ist ganz, ganz schwierig. Ich musste auch manchmal bei schwierigen Themen Menschen sagen, nee, schick mich jetzt nicht zu dem nächsten Experten, du bist auch ein behandelnder Arzt, du kannst ja für dein Fachgebiet jetzt mal was sagen. Lass uns zusammen jetzt mal 5 Minuten was tippen und dann haben wir was. Und dann gehen wir beide heute Abend gut schlafen. Ja, schön. Ja. Auch da wirklich einfach mal beharrlich sein. Genau das, was Paul da gerade so schön erzählt. Einfach mal kurz ein bisschen beharrlich sein und dann hat man auch dieses Erfolgserlebnis direkt und sagt, toll, dass ich da gerade so für mich gekämpft habe. Das ist da sehr, sehr cool. Sehr schöner Tipp. Die Anja Lai hat geschrieben, hallo Paul, interessiert mich auch, weil ich zu meiner Tochter noch meine Cousine pflege. Ein Leben als Mutter und Cousine wäre schon sehr toll. Ja, ach so, genau, da geht es dann wahrscheinlich um das persönliche Budget. Vielleicht kriege ich sie das sogar ja gefunden hin. In der Zwischenzeit. Ich habe nämlich mal kurz gegoogelt. Salomo, magst du mal Mavi Oldenburg bei Google eingeben? Das ist nämlich schon ihre Internetseite. Dann könntest du das hier so ganz live einblenden. Mavi Oldenburg? Mavi mit V-I-E. Keine Sorge, du vertraust mir und da kommt auch was Gutes bei rum. Genau. Okay. Mavi Oldenburg. Ach so, zwei Wörter. M-A-V, genau, okay. Budgetassistenz Oldenburg, alles klar. Genau. Verstanden. Cookies alle akzeptiert. Jetzt muss ich kurz den Bildschirm noch wieder teilen. Siehst du, das ist die Internetseite der tollen Frau. Ich glaube, sie ist auch zu sehen. Da beschreibt sie ganz viel. Da kannst du dich heute schon einlesen. Und unter Mavi ganz links über uns, ich glaube, da sind die beiden auch eingeblendet. Genau. Sie erzählt, wie sie sich all das Wissen angeeignet hat. Ich glaube, sie hat auch mal sehr hoch geklagt und gewonnen. Sie ist wirklich sehr tough und sehr gut. Und deutschlandweit gibt sie Vorträge dazu. Und wenn es ums persönliche Budget geht, dann wird sie dir alle Fragen beantworten können. Und da findest du Hilfe. Ja, sehr cool. Schön. Ich liebe das immer dann auch auf andere so fähige Menschen zu verweisen, die dann in ihrem Bereich so viel drauf haben. Das ist immer sehr schön. Schön, danke, dass du es gerade direkt gefunden hast und wir das hier nochmal teilen konnten. Sehr, sehr schön. Genau. Die Christa schreibt, meine Psychologin, meine Hausärztin und HNO ebenso. Auch hier wieder mit den Berichten schreiben. Ja, ist offensichtlich voll das leidige Thema. Genau. Sascha schreibt, wieso unterschiedliche Löhne? Es heißt doch, wenn eine Person anerkannt ist, darf mit 20 Euro abgerechnet werden. Oder ist das falsch? Also ich hatte jetzt bei den unterschiedlichen Löhnen von Veränderungspflege und Nachbarschaftshilfe gesprochen. Du meinst jetzt wahrscheinlich aber qualifizierte Pflegepersonen. Da gibt es auch noch irgendwie eine Möglichkeit, wo dann mit Sicherheit ein höherer Stundenlohn möglich ist,
in dem Augenblick, wo ich die unterschiedlichen Löhne erzählt habe, da habe ich halt nur Verhinderungspflege und Nachbarschaftshilfe gemeint, weil bei der Nachbarschaftshilfe ist das Ganze halt ein Ehrenamt und nicht mit, also unter dem Mindestlohnniveau abzurechnen. Und in dem Augenblick sind das halt keine 20 Euro, die man da abrechnen darf pro Stunde. Genau, alles richtig. Es kommt nochmal aufs Bundesland an. Bei uns in Niedersachsen sind es 80%. Das kommt so um die 10 Euro die Stunde. Das ist eine Aufwandsentschädigung, eine, ja, sowas in der Richtung. Es ist auch bis zu 3.000 Euro steuerfrei, egal ob Jobcenter oder was auch immer oder Rente. Da wird nichts angerechnet. Das ist auch eine schöne Nebentätigkeit. Und bei der Verhinderungspflege, da bleibt es zwar am Ende, das wäre vielleicht nochmal ein Thema, weil das eine der meistgestelltesten Fragen ist, Verhinderungspflege, wie wird das versteuert? Da kann man aber mit 20 Euro abrechnen, weil da oft mehr Einsatz ist, eine andere Form der Tätigkeit, wobei die dann am Ende auch irgendwie steuerfrei bleibt. So, also das funktioniert. Ich kann euch sagen, was funktioniert, macht es nach und seid glücklich. Warum das jetzt im Detail so ist, da gibt es so ganz komplizierte Sachen. Warum ist zum Beispiel Kindergeld, also wenn man eine alleinerziehende Frau ist, die bekommt weniger monatlich für ihr Kind vom Staat als das Mindeste von einem Ehepartner oder dem Vater. Also der Mindestbetrag des Ehemanns, den er zahlen muss, ist höher als der Mindestbetrag vom Staat. Für die gleiche Sache. Es sind so Feinheiten, da können wir uns irgendwann anders mal mit beschäftigen oder so. Aber zuerst rechne ab und sei glücklich. Genau. Eine Frage noch, eine letzte Frage, Paul. Ja. Bist du mal wach? Okay. Ich bin da, alles in Ordnung. AB fragt. Was mache ich, wenn ich viele Arztbriefe habe, die alles Mögliche belegen hinsichtlich GdB und Pflegegrad, allerdings der Gutachter keine Zeit hat, um alles zu sichten? Genau, in dem Augenblick machst du ja so eine schöne Vorbereitung, zum Beispiel diesen Vorbereitungsbogen vom lieben Paul. Und also der Paul Hilft hat da ein unter seinem Video, das Video heißt MDK-Vorbereitung, ne? Ja. Genau. Und darunter hat er halt so ein Google-Dokument und da kannst du das einfach vorausfüllen, was er da alles, also er hat da eine Vorlage und die kannst du im Prinzip beantworten. Und das reicht dann, wenn du ihm diese Vorlage dann hinlegst und den Rest belegst du, also das, was da steht, belegst du dann mit den Arztbriefen, sodass er das kontrollieren könnte, wenn er wollte, aber wenn er das nicht möchte, dann hast du auf jeden Fall auch eine bessere Argumentation für den Widerspruch und für eine Zweitbegutachtung. Genau, das war das Wichtige. Du machst deinen Job sehr gut. Ich empfehle immer, die Unterlagen vor dem Termin schon hinzuschicken, weil dann kann ich nachweisen, ich habe es ja Ihre Behörde gegeben. Ob das Ihnen jetzt vorliegt, ist eine andere Sache. Manchmal, also das Problem ist, wenn man das in der Begutachtung übergibt, hat man keinen Nachweis sozusagen, welche Seiten das war, was genau da drauf stand und so weiter. Deswegen reiche ich die Sachen gerne schon beim Eintrag ein. Hier sind die medizinischen Berichte. Ich habe sie aber auch nochmal als Kopie live dabei. Und natürlich kann er sich entscheiden, und sagen, okay, ich nehme das andere, alles andere so schriftlich zur Kenntnis. Das ist natürlich gut, wenn du einen Zeugen hast, dann kann man nochmal fragen, okay, die anderen Sachen möchten Sie jetzt nicht besprechen, weil Sie müssen jetzt zum nächsten Termin. Dann haben Sie sich jetzt dafür entschieden, das jetzt erstmal so zu erkennen. Und wenn dann fairer Pflegegrad bei rumkommt, sind wir damit einverstanden. Wenn nicht, werden wir in den Widerspruch gehen, weil sie das hier sozusagen von sich aus, also die Frage ist immer, wer bricht die Begutachtung ab oder wer beendet sie? Und wenn er sie jetzt beendet, weil er zum nächsten Termin muss, darf euch das nicht nachteilig irgendwie zugeschrieben werden. Und dann, ja, einfach machen, sich Mühe geben selber und wenn dann nicht das Ergebnis richtig ist, dann sich wehren und gut argumentieren. Ja, da habe ich eine ganz coole Anekdote bei der Begutachtung für mein Dad. Da habe ich halt alle Einschränkungen mir vorher auch rausgearbeitet und halt abgehakt, genauso wie ich das immer empfehle. Also ihr habt die Einschränkungsliste und es muss halt alles, was dann der Mensch mit Pflegebedarf sagt, das muss halt abgehakt werden und
wenn da noch Sachen offen sind, in dem Augenblick sagt er, okay, ich habe ja aber noch Sachen offen, die müssen jetzt noch genannt werden, weil ja der gesamte Unterstützungsbedarf erfasst werden muss. Und bei meinem Dad war das dann so, dass der Gutachter schon wirklich keine Lust mehr hatte und schon dreimal sein Notebook zugeklappt hat, weil er dachte, er ist endlich fertig. Und ich habe immer noch gesagt, ich habe noch was. Und dann musste er, am Ende hat er wirklich nicht mal mehr sein Notebook aufgemacht, sondern hat es dann handschriftlich noch sich auf den Notizblock geschrieben, weil er mir so deutlich signalisieren wollte, nach anderthalb Stunden Begutachtung, dass er jetzt zum nächsten Termin möchte. Aber er hat es sich aufgeschrieben, er hat es erfasst. Ne? Also genau darum geht es ja dann. Genau das ist das. Da möchte ich auch noch hinzufügen, dass die natürlich daran interessiert sind, wenig zu arbeiten, wenig Geld rauszugeben, das Ganze möglichst mit wenig Aufwand zu beenden. Und wenn zum Beispiel, wir hatten vorhin, dass Fragen nicht gestellt werden, wie gehen wir damit um? Ich habe das mir oft notiert, ich habe mir dann immer eine kleine Markierung dort gemacht und am Ende gefragt, also der Gutachter sagt immer, so, jetzt habe ich alle Fragen gestellt, ich weiß jetzt Bescheid, haben Sie noch welche? Und dann wiederhole ich das. Also Sie wissen jetzt alles, Sie haben das alles erkannt, Sie können alles für sich beantworten. Dann haben die meistens immer sehr selbststolz Ja gesagt. Und dann habe ich oft gesagt, glaube ich nicht, weil was haben Sie denn bei Punkt 4, Punkt 1, Punkt 6 beantwortet? Weil wir gar nicht darüber gesprochen haben, zum Beispiel über schlaflose Nächte oder so weiter. Und dann verheddern die sich oft selber und sagen, ach, das wollte ich ableiten, das hätte ich später gemacht und so weiter. Und das geht nicht. Und dann entsteht oft so eine Situation, wo die dann merken, oh, die sind ganz gut, die nehmen das ernst, die werden sich auf jeden Fall beschweren und dann wird man auch ein bisschen ernster genommen. Also wer seine Rechte kennt, wer für sich argumentiert oder da, wir haben das jetzt auch schon öfter gemacht. Ne? Ich war bei der ersten Begutachtung auch nicht so gut wie bei der 20. Ihr könnt das auch nicht, aber ihr dürft an euch glauben oder ehrlich zu euch sein und euch Mühe geben und oft reicht das schon aus. Eine gute Vorbereitung mit etwas Mut in die Begutachtung zu gehen, reicht für einen guten Pflegegrad schon mal aus. Ob man dann nochmal einen höher haben will, vielleicht nach einem halben Jahr, ist eine andere Frage. Genau. Ich hatte eine Klientin, die ist Kinderkrankenschwester und die hat gewusst, was für ein Pflegegrad ihr zusteht. Nur der MDK hat das irgendwie, hat sich dabei schwer getan, das festzustellen. Und die hat insgesamt 6 Begutachtungen über sich ergehen lassen, bevor sie den Pflegegrad bekommen hat, der ihr zusteht. Ne? Also eine sehr starke Frau, sehr beeindruckend. Fand ich sehr cool. Ja. 6 Begutachtungen. Guti, ihr Lieben, ich habe gesehen, wir haben noch Kommentare, aber ich habe eigentlich nur 1,5 Stunden geplant und jetzt sind wir schon über 2 Stunden. Aber ich werde übermorgen auf jeden Fall nochmal live gehen, auch zur gleichen Uhrzeit, 18 Uhr. Das heißt, da könnt ihr gerne nochmal eure Fragen stellen. Ich freue mich darauf, die dann zu beantworten. Darum seid ihr herzlich eingeladen. Lieber Paul, ich freue mich, dass du dabei warst. Wie cool war das? Sehr cool. Ganz lieben Dank für deine Spontanität. Er hat von mir eine Viertelstunde, bevor ich live gegangen bin, habe ich ihm den Link geschickt und habe gesagt, ey, wenn du Bock hast, dann komm dazu. Und zack, ist er da. Sehr, sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Das war so richtig so ein Du mit dir hier. Wir haben uns richtig schön gegenseitig ergänzt. Das ist so mein Eindruck. Und ja, du hast uns auf jeden Fall einen guten Abend beschert, um das jetzt nochmal, um den Anfangskommentar hier nochmal hervorzuholen. Sehr cool. Hat mich sehr gefreut. Hast du gut gemacht, Salomo. Tolle Idee von dir, tolles Konzept. Technik, sehr gut vorbereitet. Ich glaube, den Feinschliff machst du noch ein bisschen. Hat auch richtig Spaß gemacht mit dir, muss ich sagen. Ja. Also müssen wir mal gucken, was wir draus machen. Unabhängig davon, wie es weitergeht, mach weiter so. Toll, dass die Zuschauer sich mit reingeklickt haben. Ist auch irgendwie schöner, jetzt so einfach Fragen zu beantworten. Ich glaube, das hilft vielen. Ich habe auch eine gute Erklärung, warum ich nicht mehr dabei sein kann, denn ich sitze hier mit meinem Notebook und habe nur noch 5% Akku. deswegen ist es eindeutig hier gleich vorbei. Ja. Aber the show must go on und wir sind alle weiterhin für euch da und freuen uns mit euch gemeinsam, denn wir haben bereits ein ganz gutes Leben, was auch ganz stabil ist und wir wollen euch helfen, noch besser zurechtzukommen und danke, dass ich dabei sein durfte. Hat auch Spaß gemacht, hat Spaß sehr gemacht, schön. Dich zu begleiten. Ja, das Positive überwiegt. Alles klar, schön. Gut, lieber Paul, ganz lieben Dank. Und ihr Lieben, vielleicht sehen wir uns ja übermorgen. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.